heißt der Titel des heutigen Clubs auf gut Wienerisch. Jugend und Gewalt, das ist das Thema. Ein Thema, das in den letzten Tagen und Wochen ständig in den Schlagzeilen der Zeitungen war. Vielleicht erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie es gelesen, ein Studentenfest auf der Donauinsel, da gab es Auseinandersetzungen. Salzburgring, das ist so ein Auto, ein Straßenkreis, wo man um die Wette fährt, da gab es in der Nacht Auseinandersetzungen unter Jugendlichen. Die Zeitungen haben es als Motorradrowdies bezeichnet. Düsseldorf in der Bundesrepublik Deutschland, da gab es eine Massenschlägerei, erst vor wenigen Tagen auch zwischen britischen und deutschen Fußballfans. Und überhaupt, die britischen Fußballclubs, die dürfen derzeit auf dem Kontinent gar nicht spielen. Sie konnten zum Beispiel nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Sie sind nämlich gesperrt, weil man auf dem Kontinent, also bei uns, ihre Fans fürchtet. Jugend und Gewalt. Das ist also das Thema des heutigen Clubs. Ich stelle Ihnen die Mitglieder des Clubs vor, die Diskussionsteilnehmer. Links von mir Frau Ingrid Smekal, Wiener Stadträtin für Bildung, Jugend, Familie und Soziales und Vizebürgermeisterin. Guten Abend. Dann Professor Friedrich Hacker, Psychiater. Sie braucht man eigentlich in Österreich gar nicht vorstellen. Der Hacker, glaube ich, kann man sagen. Professor Hacker hat sich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt und hat viele Bücher zu diesem Thema geschrieben. Er ist auch in Amerika tätig und betreibt in Wien ein Institut für Konfliktforschung. Dann Günter Bögl, der österreichische Polizeipräsident, also der oberste Polizist, könnte man sagen. Ja, gleich nach dem Innenminister jedenfalls. Wir wollen nicht übertreiben. Gut. Dann Herr Narzis Göppel, ein Kultursoziologe aus der Bundesrepublik Deutschland, der sich auch mit diesem Thema schon sehr lange beschäftigt hat. Dann Herr Alex Lesak, Jugendlicher, 16 Jahre alt, ein sogenannter Skinhead. Dann Herr Günther Reifer, ein Jugendlicher auch. Im Gegensatz zu Herrn Slesak ein arbeitsloser Jugendlicher, und zwar aus Innsbruck. Und schließlich Frau Dr. Elfriede Schönbauer, Ärztin, Vorsitzende des Bundes Österreichischer Frauenvereine, was immer das ist, wenn ich das so offen sagen darf. Aber Sie sitzen ja nicht in Ihrer... Ja, vielleicht gar nicht so wichtig. Sie sitzen ja nicht als Vorsitzende da, sondern als Bürgerin. Ja? Ja, Jugend und Gewalt. Herr Slesak, wenn ich so einen Spiegel in die Hand nehme und auf meinen Kopf schaue oder ein Foto von mir anschaue oder wenn meine Frau mir sagt, wie es da oben ausschaut, die Kamera wird es jetzt vielleicht auch sehen, dann sagt man mir, ich bin 45 Jahre alt, ich bekomme langsam aber sicher eine Glatze. Ist keine Katastrophe, aber es ist unfreiwillig. Sie haben eine Art freiwillige Glatze. Sie haben sich eine Glatze schneiden lassen. Warum denn? Ja, weil meine Lebenseinstellung halt Skinhead ist und in meinen Augen halt das die einzige Lebenseinstellung ist, die es gibt. Für mich halt. Und wieso habt ihr da, wieso seid ihr kahlköpfig? Ihre Freunde, die sind ja das auch. Ja, wenn man kein Doppelglotzen hat oder Vollglotzen, ist man ja kein Skinhead. Ne? Und Skinhead, das mit der Glotzen hat mit dem zu tun, wie es entstanden ist. Ne? Wie ist denn das? Wie war denn das, besser gesagt? Das war, so circa 1969. Ich meine, das weiß man nicht genau. Ich weiß nicht genau. Ja. In England, glaube ich, gell? In England, ja. Und da hat es die Arbeiterbewegung gegeben, die was halt gesellschaftlich nicht mithalten haben können mit den anderen Leuten. Also, sie haben sich halt keinen Anzug leisten können und das ganze Sachen. Und haben halt gemeint, gut, wir ziehen uns unsere Arbeitsschuhe, die heutigen Doc Martens, waren damals auch Doc Martens, die Jeans, was zum Arbeiten gehabt haben. Die Schuhe, die können, glaube ich, ist wichtig, glaube ich, die Schuhe, oder? Ja. Wie die ausschauen. Das können, waren die, können Sie die mal herzeigen? Ja. Legen Sie uns ein bisschen auf, jetzt, dass man es sieht. Das sind so Schnürschuhe. Ja, Schnürstiefel. Es gibt verschiedene, es gibt Halbschuhe. Aha. Was ist wichtig dabei? Wie müssen die ausschauen? Was ist das besondere Kennzeichen? Das ist Skinhead-Schuhe. Die Marke, das ist Doc Martens und. Achso, das ist die Marke. Ja, und der Schnitt halt.
Und es gibt verschiedene mit, also Halbschuhe und mit verschiedenen Größen, also an den Löchern ist das abzuzählen. Und kann man die anziehen, die Höhe, das ist egal, das ist, können Sie machen, wie Sie wollen. Ja, das ist egal. Ja, und die Jeans gehört dazu, haben Sie gesagt? Ja, ich meine, es gibt auch andere Hosen, was ein Skinner tragen kann, aber unter anderem gehört der Hosen auch, gehört der Jeans auch dazu. Und dem ist halt gesagt, beziehungsweise unsere Arbeitsschuhe auch, unsere Arbeitshosen, also die Jeans, und unser Arbeitsgewand. Muss das oben schwarz sein? Nein, das ist zufällig, gibt alles. Alles. Ja. Und schneiden sie da Glatzen. Ja. Und deshalb ist halt der Name Skinhead entstanden. Und ich glaube halt, dass sich durch den Fußball das über ganz Europa übertragen hat. Vielleicht hat sich was anderes übertragen, aber meiner Meinung nach vom Fußball. Und seitdem gibt es das halt in ganz Europa. Ich meine, zum Teil in Amerika gibt es das auch. Aber ihr habt ja nicht nur mit. Ihr präsentiert euch ja nicht nur über Äußerlichkeiten, wenn man will, die Glatzen oder die eben das Outfit sozusagen, sondern ihr habt ja auch gewisse Grundsätze oder halt Vorstellungen vom Leben oder was kann man denn da dazu sagen? Ja, also wir wollen unser Leben leben und so, dass halt uns die anderen in Ruhe lassen, was halt leider derzeit nicht der Fall ist. Inwiefern nicht? Ja, durch die Medien zum Großteil, die was da haben, gegen uns schimpfen. Wir wollen und das halt nicht tun, wir diskutieren halt. Ja, aber durch die Zeitungen und so. Ja. Wird halt da über das Kind jetzt geschimpft, aber irgendwas passiert, was gar kein Skin war, heißt, da war es Glotzen, Lederhosen und Lederjacken war trotzdem ein Skin, obwohl das überhaupt mit Skin nichts zu tun hat. Und dann durch Jugendliche oder irgendwelche Leute, die was halt in den Zeitungen dauernd lesen, die bösen Skinheads, die Schläger, was eigentlich gar nicht stimmt. Und wenn ich irgendwo hinkomme, wo eigentlich selten bin, Randbezirk oder so, in einem Lokal, kommen immer, fast immer, irgendwelche Leute her und sagen, naja, du Skinhead, sag wie stark du bist. Jetzt bist du la, komm stell dich. Und deshalb werden wir eigentlich dauernd angestinkert und wir wollen eigentlich unser Leben leben, ohne dass wir angestinkert werden. Und sonst, vor kurzem war mit Ihnen ein Interview im Kurier. Ja? Ja. Hat es im Großen und Ganzen gestimmt, wie das zitiert war? Ja, also. Ich greife einen Satz aus, ja? Da haben Sie gesagt, Sie sollen nach dem Interview gesagt haben, ein Skinhead kämpft fürs Vaterland und gegen die Ausländer. Ja, das ist, zum Teil stimmt das. Ich meine, nicht einmal ganz. Ich meine, fürs Vaterland, wir kämpfen nicht fürs Vaterland, sondern wir sind fürs Vaterland. Das ist wieder umdicht worden durch die Zeitungen, aber nicht so arg wie sonst. So, ich bin für Österreich und für Wien und ich kämpfe nicht dafür, sondern ich bin halt nur dafür. Und zum Teil bin ich auch gegen Ausländer, weil die halt in meinen Augen Österreich schaden. Wieso haben Sie da Erfahrungen gemacht? Ja, zum Teil schon. Wieso schaden die Österreich? Wenn ein Teil, eine kleine Gruppe Ausländer in Österreich ist, sagt sicher niemand was, aber in meinen Augen sind in Wien. Ich meine, von Österreich kann ich nicht reden, weil in Österreich kenne ich mich im Ganzen gar nicht so aus, weil ich eigentlich fast nur in Wien bin. Und in meinen Augen sind für Wien eindeutig zu viele Ausländer da. Was haben Sie persönlich, was habt ihr Skinheads für eine Einstellung zur Gewalt? Ja, eigentlich keiner. Man sagt immer, ihr seid schnell dabei, wenn es halt darum geht, anderen ein bisschen zu zeigen, wer der Stärkere ist und so. Ja? Ich weiß das ja nicht, ich frage das jetzt. Naja, nein, das ist übertrieben durch die Zeitungen. Ne? Wir sind eigentlich die einzige Gruppierung von Jugendlichen, die was so richtig stolz drauf ist, dass halt dazugehören, also wie Skins, ne? Und wenn einer wirklich auf Skinhead schimpft, wirklich auf extrem, dann kommt es zu Auseinandersetzungen, zu Schlägereien. Aber du musst wirklich, also wir fangen prinzipiell keine Schlägereien an, sondern wir werden immer ununterbrochen angestinkert. Also circa dreimal am Tag werden wir angestinkert. Und dann kracht's. Bitte? Und dann kracht's. Und einmal in der Woche
weil es ist nicht immer so, ist man, es gibt Tage, wo man nichts ist und dann ja. Tage, wo man öfters auch schneidet. Wenn wirklich einer zu weit geht, dann verteidigt man unseren Namen. Und wenn wir jetzt stolz auf sein, dass wir skinnet sind. Einmal in der Woche passiert das ungefähr. Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Naja, im Durchschnitt. Es stimmt ja nicht, dass wir dreimal am Tag aufgestiegen werden. Es ist zwar weniger, man einmal am Tag oder zweimal am Tag. Oder gar nicht. Das waren Sie schon waren Sie schon öfter in so Schlägereien verwickelt? Nein, verwickelt eigentlich nicht. Ich bin zwar hier und da dabei gestanden, aber selber mitgekraft habe ich es halt nie. Zum Beispiel diese Geschichte, die ich am Anfang kurz erwähnt habe, nämlich auf der Donauinsel mit den Studenten, die haben da ein Fest gehabt, ist in der Zeitung gestanden. Und da ist auch gestanden, dass Sie dabei waren. Naja. Was ist denn da passiert? Also, ich bin spazieren gegangen auf der Donauinsel. Also wir waren eine Gruppe von ca. 10 Leuten, also 10 Skins, wo eigentlich sehr viele Malen dabei waren. Und ich und der Freund von mir sind spazieren gegangen. Dann kommen zwei Malen von uns daher und sagen, zwei Skins von uns haben eine Schlägerei mit 20 Typen. Ja. Und ich komme hin und da sehe ich nur mehr einen von einem Skin, wie auf jemand hier hat, und gehe hin und frage sich mal, was los ist. Und der fängt da, ja, die haben auch gefällt. Und dann habe ich ihn genommen und wir sind gegangen. Und dann habe ich gehört von den anderen, wie es wirklich war, sie sind hingekommen und haben eine Trafik gesucht. Und da weit und breit nirgends eine Trafik ist, sind sie der Gruppe entgegengekommen und haben zu denen gefragt, ob sie bitte Zigaretten haben. Freundlich. Ja. Und die haben gesagt, für scheiß Skinner haben wir nichts, weil die vor über 20 Leute waren und das nur 3 Leute waren. Haben sie sich stark gefühlt und haben gesagt, für scheiß Skinner haben wir nichts. Und der hat dann gesagt, scheiß Skinner soll ich zurücknehmen, das wollte er nicht zurücknehmen und hat dann hingehauen. Und dann ist die Schlägerei entstanden. Und bis ich gekommen bin, war es eigentlich schon aus. Sie war nicht beteiligt. Ja, ich bin gekommen, eine Minute bevor es aus war, dann habe ich den Typen zurückgezogen, wir sind gegangen. Und dann, wie die Polizei gekommen ist, sind die, was bei der Schlägerei dabei waren, davon gerannt. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe nichts gemacht, bin stehen geblieben. Und dann hat einer gesagt, ich war auch dabei und ich bin verhaftet worden. Wie steht es? Da ist ja groß in der Zeitung gestanden, der böse Redelsführer, den es gar nicht gibt. Der AS ist drin gestanden, das wären Sie, glaube ich, gell? Der Alex Lesser. Und Sie sind es gar nicht, sagen Sie. Wie steht es denn hier zur Polizei? Also ich persönlich stehe eigentlich schlechter zur Polizei. Da sitzt der Polizeipräsident. Ich weiß. Mögen Sie ihn oder eher nicht? Haben Sie zum Beispiel gegen ihn eine Aversion oder? Nö, gegen ihn persönlich nicht, weil er haben keine Leute. Ich kenne aber manche Polizisten, die was eigentlich weniger das Gesetz vertreten, sondern eher die Gewalt. Schläger sind, die was halt im Namen des Gesetzes Leute prügeln. Richtig. Sie mögen die Polizei auch nicht? Nein. Wie stehen Sie zur Polizei? Ich habe irrsinnig viel mit der Polizei schon zu tun gehabt, irrsinnig viele schlechte Sachen. Also ich bin zum Beispiel im Stadtsaal in Innsbruck, bin ich verhaftet worden, nur weil ich nicht einmal 0,2 Gramm Haschisch habe ich eingesteckt gehabt. Und die habe ich gar nicht einmal mehr gewusst, dass ich die eingesteckt habe. Mit den Handschellen haben sie mich sofort verhaftet, haben sie mich durchsackert, haben sie das gefunden. Ja, und dann haben sie meinen Zahn also geschlagen, Kehlkopf hin und her. Ich meine, was soll ich da noch sagen? Verstehst du? Ich weiß nicht. Ich finde das halt alles nicht gut, weil ich weiß nicht, da soll ein Polizist die Gewalt ausüben oder soll es. Oder soll er das Gesetz hüten? Ich weiß es nicht. Für mich war denn, ich habe mehrere Einlagen von den Typen, habe ich schon mitgemacht. Also von der Jugend an habe ich immer einen Konflikt mit der Polizei gehabt. Immer schon. Also ich kann nichts gut sagen. Ich kann nicht eine, die alle in den Dreck reinziehen. Es sind nicht alle schlecht, aber ich muss halt sagen, einige Typen sind da schon dabei, die was nicht das Gesetz vertreten, sondern die Gewalt vertreten. Das ist meine Meinung, ich kann das nur sagen dazu. Ich möchte nicht alles schlecht machen, aber ich sage das nur, es sind einige Menschen dabei, die darf dann gar kein Polizist sein oder sowas. Etwas nicht da. Herr Reifer, waren Sie auch schon in ich sage jetzt halt einmal, in so Gewalttätigkeiten verwickelt? Ja, ist schon viele. Bandenkriege haben wir gehabt, alles Bandenkriege? Haben wir schon gehabt. Also wilde Schlägereien? Ja, aber da war wenigstens keine Polizei dabei. Haben Sie einen Paragrafen, so Gewalttätigkeitsparagrafenschutz tun gehabt? Ja, sicher. Was hat denn das für Folgen gehabt? Ja, Gerichtsverhandlungen.
Strafen. Bis zu 50.000 Schilling. Was noch? Ja, und Knast. Sie waren schon im ich war im Knast wegen diesen, was waren das für Paragrafen? Einen Monat habe ich schon gekriegt. Paragraph 83. Ja. War ich angeklagt und dafür habe ich gekriegt einen Monat. Einen Monat? Ja. Was ist das genau, Paragraph 83? Körperverletzung. Ja, ja. Naja. Also wie er sagt, ich möchte nicht alle in den Dreck reinziehen. Es sind halt ein paar Typen dabei, die meinen, die können echt. Ich kapiere das heute noch nicht, dass die Menschen sowas machen können mit dir. Also in Deutschland gibt es zum Beispiel eine Organisation, die heißt Bürger kontrollieren die Polizei. Die reagieren auf solche Erfahrungen. Ja, das ist wild. Wenn man das selber mitmacht, nachher kann man es gar nicht mehr glauben. Man kann es nicht mehr fassen, weil die nehmen die ja brutale Art, die sind zu dritt. Und dann sagen sie immer, wenn sie Anzeige machen, Anzeige, wir sind drei Leute, was willst du denn da eine Anzeige machen? Wir sagen ja alles Gleiche, was willst du überhaupt von uns? Und du bist da alleinstehend. Herr Bögel. Ja, es ist also sehr einfach zu beantworten. Es gibt, und das ist die absolute Mehrzahl Bürger, die halten sich an die Gesetze. Dann gibt es Bürger, bei denen kann man appellieren, sich an die Gesetze zu halten. Und dann gibt es ein paar, bei denen die Gesetze halt nur mit Gewalt durchsetzbar sind. Und das ist offenkundig bei Ihnen der Fall. Ich weiß es nicht. Ich bin über die Innsbrucker Verhältnisse nicht orientiert. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind Sie zu Unrecht vom Gericht verurteilt worden. Üblicherweise ist die Rechtsprechung aber in Österreich sehr korrekt. Ja, ich habe natürlich den Polizisten natürlich angezeigt. Da läuft natürlich alles. Weil das lasse ich mir natürlich nicht gefallen, dass ich mir da einen Kehlkopf verletzen lasse, dass ich Blut speibe. Dann kommt der Amtsarzt da in die Zellen rein, schaut mich an, spuckt Blut aus. Ja, super. 10 Polizisten um die. Schaut die an, der Amtsarzt, und geht wieder. Was soll denn das? Am nächsten Tag um 3 Uhr bin ich natürlich ins Krankenhaus ausgegangen, oder? Haben sie festgestellt, da ist ein Stück vom Zahn weg, Kehlkopfprellungen, irrsinnig schwer, weil ich immer das geschwollen, ich bin ja nur wegen dem Kehlkopf in die Krankenhaus ausgegangen und so. Weil es hat irrsinnige Schmerzen gemacht und da am Kopf alles total verletzt. Und einer war das noch, und die Handschellen hinten haben. Ja, jetzt ist dummerweise der das gemacht hat, er haben soll, nicht taugen, kann sich nicht wehren, der tät sich sicher wehren, wenn er da sitzt, er tät sagen, es war ganz anders. Er ist in dem Fall von Innsbruck natürlich ja. Auch nicht. Na, sicher, ich habe mich natürlich auch dementsprechend über Wiener Fälle sprechen, aber natürlich nicht über Innsbruck. Ich habe mich nicht mit Gewalt dementsprechend aufgeführt, sondern nur mit mündlich, oder? Ich habe halt gesagt, aber ich weiß nicht, wieso. Aus welchem Grund führt man Bandenkriege, sagen wir? Um was geht's da? Ich meine, da kommen halt Streiter rein, also da wird halt wieder mal einer von der anderen Bande hergeschlagen und das lässt sich die andere Bande halt nicht gefallen, nachher macht es ja Krieg, oder? Ja. Das ist wohl ganz normal. Die machen da, wenn von meinen Freunden einer hergeschlagen wird, nachher trommel ich meine Freunde zusammen und dann gehe ich da hin. Und das kann man nur auf die Weise lösen, sagen wir. Da gibt's keine andere Form. Ja, wenn es brutal hergeht, nachher gibt es keine. Naja, irgendeine Seite müsst ihr mal anfangen, nicht? Sagen wir, weil sonst nimmt ihr das kein Ende. Ja, sicher. Sagen wir, dass man irgendeinen Konflikt, den es da sicher gibt, irgendwie einmal vielleicht anders. Das ist halt eine gewisse Sprachlosigkeit, eine mangelnde Artikulationsfähigkeit. Und wenn man also nicht mehr miteinander reden kann, dann ist das letzte Argument die Faust. Nein, das stimmt nicht. Und das dürfte bei Ihnen der Fall sein. Nein, das ist ja nicht so. Weil wenn von mir ein Freund hergeschlagen wird, dann tue ich mit den anderen nicht mehr lang reden, sondern dann tue ich sie auch herschlagen. Verstehen Sie das? Ja, ich lasse nicht meinen Freund herschlagen von 5 Leuten, weil dann tue ich auch hingehen und tue ich sie auch kaputt schlagen. So ist mein Argument, oder? Was soll ich denn machen? Ich lasse doch nicht meinen Freund niederschlagen. Ich möchte mich über Ihre persönlichen Moralbegriffe nicht unterhalten. Nein, sicher nicht. Ich möchte Sie nicht kritisieren. Aber so ist halt in Österreich die Freundschaft zu einem Freund. Ja. So wie es das Kindheit haben, das Kindheitshelfen zusammen. Und deswegen gibt es halt da auch immer Konflikte. Ja, ich denke mir nur, die Gewalt, die nimmt ja dann kein Ende, ne? Ja, nein, Ende nimmt es nie. Jetzt hat sich eh alles gelegt. Das war in meiner Jugendzeit, wo die Gewalt so brutal war. Jetzt ist es vorbei. Im Großteil ist es ja in Innsbruck ist es vorbei. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 24. 24. Ja. Der Herr Slezak ist 16, muss ich nochmal sagen. Ich weiß nicht, habe ich schon gesagt? Ich weiß nicht. Ja, aber es ist ja kein Wunder, wenn es sich so auffällt mit dem Alter. Ja. Aber, Herr Slezak, haben Sie was dagegen, wenn man, Sie haben das vorher geschildert, wie Sie das auf der Donauinsel erlebt haben? Ja. Mit den Studenten, ja. Haben Sie was dagegen, wenn der Herr Polizeipräsident mal sagt, wie er das nach seinen Informationen sieht, wie es da war auf der Donauinsel? Ich habe nichts dagegen. Herr Slezak, ich muss Sie aufklären. Sie sind 16 Jahre, ich
bin also bei solchen Sendungen immer in einer schlechten Position, denn ich bin an die Amtsverschwiegenheit gebunden. Und ich weiß nicht, ob wir ihm da was Gutes tun, weil das Ganze ist gerichtsanhängig. Nein, wir wollen ihm nicht schaden jetzt. Möchte da nicht erzählen, was bei uns vorliegt, denn das muss das Gericht entscheiden. Mhm. Ich glaube, wir würden ihm nichts Gutes tun. Mhm. Das ist gerichtsanhängig und jede Äußerung hier würde ja das Verfahren in irgendeiner Form vorwegnehmen. Nur eine einzige Frage. Fairerweise möchte ich das sagen. Ja, ich bin auch der Meinung. Aber nur prinzipiell gefragt, schaut es aus Ihrer Sicht anders aus, wie es der Herr Slezak geschildert hat? Naja. Ohne, dass es jetzt ins Detail gehen. Naja, ja. Herr Slezak, vielleicht, das darf er ja sagen, oder? Was er jetzt gesagt hat, der Herr Polizeipräsident. Also, ja, sicher. Dass er es anders sieht. Ja, das ist wohl ganz normal. Also das ist wollt ihr nicht? Ich muss dazu sagen, für die, das habt ihr ja kurz eingegriffen, das muss ich für die Hörer, für die Seher zu Hause sagen, da hinten im Dunkeln, da sind ein paar Sessel und da sitzen zwei sind jetzt da, gell? Nein. Drei. Vier seid ihr? Drei nochmal. Drei. Da sitzen drei Freunde vom Herrn Slezak, das heißt drei andere Skinheads, die einfach da sitzen, um dem Herrn Slezak so moralisch ein bisschen den Rücken zu stärken, was ich ganz in Ordnung finde. Aus dem Grund, weil in der Runde circa laut meiner Meinung von den Medien 1, 2, 3, 4, 5 Leute gegen mich sprechen. Ja. Habe jetzt drei Leute im Hintergrund, die was für mich sprechen. Wen haben Sie denn jetzt zählt von den 5? Ja, alle anderen. Alle außer Jan. Ja. Aha. Nein, also. Derzeit. Herr Slezak, Sie sehen schon, dass Sie eine vorgefasste Meinung haben, denn ich habe gesagt, obwohl Sie sich schon erlaubt hätten, dass ich reden kann, habe ich gesagt, nein. Weil ich zu befürchten habe. Ja, aber ich rede nicht darüber. Die Polizei stellt nämlich nicht fest, ob er etwas gemacht hat oder nicht. Die Polizei kann nur eine Vermutung anstellen, aber feststellen, ob jemand was gemacht hat, das gilt nicht nur für ihn, gilt für Sie und für alle. Das macht das Gericht. Und daher glaube ich, ich würde bitten, dass wir vielleicht über die Fälle in seinem Interesse oder auch im Interesse also der Nichtpräjudizierung des Gerichtes nicht reden, obwohl ich nichts dagegen hätte. Mhm. Frau Schönbauer, Frau Dr. Schönbauer, jetzt haben wir so ein bisschen eine Runde gehabt. Ja. Sie haben die beiden jungen Männer gehört. Wie haben die auf Sie gewirkt? Ich will aber nicht interviewen, eigentlich sollten Sie ein bisschen untereinander diskutieren. Ich bin so ein bisschen der Helfer dabei, will aber nicht ständig interviewen. Ich würde gerne, ich möchte sehr gerne wissen, was war der Grund, dass Sie sich zu dieser Gruppe des Skinheads angeschlossen haben? Meiner Meinung nach, Skinhead-Ideologie die einzige Lebenseinstellung ist, in meinen Augen, was derzeit für mich akzeptabel ist. Und welche Ideologie ist das? Könnten Sie uns das erklären? Ja, also einmal arbeiten gehen, Freundin haben und Spaß haben und mit Freund fortgehen und halt lustig sein. Dann wäre das ja eigentlich nicht unbedingt mit Gewalt verbunden. Als Kinder hat er mit Gewalt nichts zu tun. Ja und nein, aber man fühlt sich doch als Bürger dieser Stadt oft sehr verunsichert. Ja, erstens durch die mal Zeitungen, weil die Zeitungen dauernd. Es gibt auch persönliche Probleme und persönliche Erfahrungen gemacht. Wenn man zum Beispiel, wie ich, völlig ahnungslos über den Graben geht, das war Ende des Winters, es war recht rutschig und matsch. Ich bin packt gewesen, weil ich meistens nur Zeit habe, einmal in der Woche richtig einkaufen zu gehen. Plötzlich rempelt mich von rückwärts, läuft mir jemand vor, einer von, ich will nicht sagen von ihrer Bande, aber es war so ein Jugendlicher, und stellt mir richtig das Haxl. Ich bin natürlich entsetzlich gestolpert, die Taschen sind nur so geflogen, ich habe auf die Strümpfe und alles zerrissen. Kichernd haben sie sich um mich gestellt, geschaut, wie ich mich aufgerappelt habe, und sind dann lachend davongelaufen. Ich hatte sie weder attackiert noch sonst etwas. Ich war ein völlig harmloser Bürger und wurde eigentlich richtig angestenkert und inkriminiert. Aber das hat mit Skinhead aber nichts zu tun. Weil Skinheads sind sowas nämlich nie machen. Würden das nie tun? Nein, weil Skinheads fangen erstens einmal nie mit solchen Sachen an. Und wenn,
dann fängt jemand anderer an und dann muss der schon besser sein. Und auf alte Leute gehen prinzipiell nicht los, weil denen hilft man noch eher. Und wenn ich als Kind so eine Aktion, dass irgendwelche Jugendlichen solches, sowas machen, dann schreite ich ein und in ihren Namen aber. Aber das hat das mit Jugendlichen nichts zu tun, sondern das hat das mit Kindern nichts zu tun, sondern wenn irgendwelche 13-jährige Burle ist, die was sowas lustig finden. Nur nicht 13 Jahre. Ja, vielleicht, wenn, weiß ich, wie alt das waren, wenn solche Burles kindisch sind und sowas lustig finden, hat das mit Kindern nichts zu tun. Aber nach Ansicht des Herrn aus Innsbruck hätten Sie jetzt den auch vermöbeln müssen oder hauen müssen, nicht? Ich er hat ja gesagt, getan. Wenn einer wem was tut, muss der sofort zurückhauen. Sie sehen schon, dass Ihre Theorie nicht stimmt, denn es gibt Bürgerinnen und Bürger, die das einfach nicht können. Das kann man nicht vergleichen. Und für diesen Fall muss eben dann, auch wenn Sie sie nicht lieben, die Polizei da sein. Verstehen Sie, dass Ihre Philosophie einseitig ist? Sie sagen, wenn einer wem was tut, dann hat er das Recht und soll auch zurückschlagen. Ich habe gesagt, unter den Banden. Ich hab, das hat mit was dem Bürger Bande? Nichts zu tun. Eine Bande, das sind meine Freunde. Meine Freunde sind viele Ihre Freunde als Bande bezeichnen. Ja, meine Freunde sind Bande. Wir nennen uns zwar, wir haben zwar keinen Namen, aber wir machen was und wir sind Freunde. Ich habe mal keinen Namen, wie das kriegen jetzt, oder? Nein, aber sehen Sie. Und sowas sollten wir auch nicht machen, alte Frauenschlangen. Das tun wir sowieso nicht. Und oder umrempeln oder umrempeln oder so. Die können nicht zurückschlagen. Nicht nur, sondern ich weiß es natürlich auch von Patienten, dass sie sich eigentlich sehr, sehr verunsichert fühlen und viele am Abend überhaupt gar nicht mehr auf die Straße gehen wollen. Ich kann ein anderes Beispiel erzählen von meiner Mutter, die mit ihrer Freundin sich öfters trifft und nachher gehen sie halt miteinander nach Hause und da hören sie hinter sich eine Gruppe Jugendlicher: Rempeln wir die jetzt an, haben wir es zusammen oder lassen wir es rennen? Diese zwei alten Frauen haben gezittert am ganzen Leib. Es das Gleiche ist mir überhaupt genauso anders passiert. Ich bin auf der Straße gegangen, sind zwei 40, 50-Jährige gekommen. Und zwar gibt Gräses wie ich. Ja. Und ich gehe ganz normal und weiche so aus und die zwei kommen und puch, dann haben wir auf beide Seiten angekrempelt. Ja. Da haben sie dann gefreut. Und wenn man mit 40 Jahren so kindisch ist wie ein 13-Jähriger, finde ich das ein bisschen schlimmer, weil sie dann auf die Jugend schimpfen. Na, darf ich sie fragen, wie ich auf die Ich schimpfe nicht auf die Jugend. Ja, weil sie dann sagen, die Jugendlichen haben das gemacht und die Jugendlichen haben das gemacht. Weil das als Beispiel gesagt, dass das die Älteren genauso machen. Und dass das ein bisschen kindischer ist und das Ältere macht das ja Jugendlicher. Nein, ich glaube, wir sollten schon feststellen, ich möchte, es geht nicht um Jugendliche hier allein, sondern es geht um die Gewaltphilosophie. Das wollen wir schon klarstellen. Also ich arbeite lange schon mit Jugendarbeit. Ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Sie haben das gelesen, Herr Nagila. Es geht nicht nur gegen die Jugend, sondern es geht um die Philosophie. Wenn mir jemand Unrecht tut, dann gibt mir das nicht nur das Recht, sondern wie Sie sagen, sogar die Pflicht, den mit roher Gewalt zu entgegnen. So in etwa haben Sie es doch gesagt. Ja, und jetzt sehen Sie aber, dass sich das hier in der Gesellschaft nicht durchführen lässt, weil das setzt immer zwei gleichstarke voraus. Eigentlich schon. Hatte, ja, wenn Sie fair sein bleiben wollen. Ja. Was Sie erleben, es ist eine Jugendzeit. In der Jugendzeit führt man sich so auf. Ja, mit der Zeit nimmt man... Ja, alle nicht. Ich sage nur die Gruppen, wo ich mich halt dazu erzähle. Und eines Tages kommt die Vernunft. Und dann tut man das nicht mehr. Damit haben wir es aber geklärt. Das ist also unvernünftig. Verstehen Sie? Diese Philosophie. Also ich tue das jetzt nicht mehr. Ich hätte gerne eine Frage an den Herrn Slezak, wenn Sie erlauben. Wie hätten Sie auf diesen Vorfall reagiert, den ich Ihnen gerade erzählt habe? Die zwei alten Damen, dass ich sage, rempeln wir es jetzt an oder lassen wir es rennen? Entschuldigung, wenn es ihm passiert wäre, dass er angerempelt worden wäre. Ja. Wie er reagiert, anstelle der alten Dame anstelle, wie er reagiert hätte, das würde mich jetzt sehr interessieren. Ich hätte mich wahrscheinlich umgedreht und er hat gesagt, rempelt es mir auch, Burschen. Das hätten Sie gesagt. Zeigt, wie stark das Satz. Und zeigt, wie stark ihr seid, wenn sie sich als mehrere so trauen, dann sind sie mal gekommen. Und das Witzige an den meisten Jugendlichen ist immer das, in der Gruppe fühlen sie sich stark und glauben, wenn sie jetzt auch viele Leute sind, dass sie alle fürchten. Und das ist mir schön passiert, dass wir angestenkt haben als mehrere und wir gemerkt haben, dass ich dann zurückstenke, wenn sie mal ruhig und sind sie gegangen. Ne? Hat mir genug tun gegeben, dass ich mich als einzelne Person gegen mehrere gestellt habe
Und da hat es keine Schlägereien gegeben, weil es immer heißt, es ging jetzt nichts als Raff im Schell haben. Da hat es nichts gegeben. Aber auf jeden Fall hätte ich mich umdrehen und gesagt, okay, zack, kommt her, rennt jetzt mehr. Und da wäre doch wahrscheinlich die schönste Schlägerei in Gang gekommen. Nö, ich weiß nicht, ob das schön gewesen war für mich, wenn es so viel gewesen waren. Auf jeden Fall, ich hätte auf jeden Fall versucht, den Naumann gerecht zu werden. Herr Göbel, der Herr Slesak hat vorher gemeint, es sind alle gegen ihn, mit Ausnahme vom Herrn Reifer. Sind Sie gegen ihn? Als Person sicherlich einmal nicht. Das, was er vertritt, inhaltlich sicherlich auch nicht. Weil ich meine, beide haben ja sehr deutlich gemacht, wie wichtig für Jugendliche und junge Erwachsene solche Gruppen sind. Er hat sozusagen die Freunde verteidigt, er selber sozusagen verteidigt auch die Gruppe. Hinten hat einer richtig gesagt, Skinheads sind keine Bande, sondern es ist eine Lebensvorstellung, so wie wir auch unterschiedliche Lebensvorstellungen haben. Das heißt, man fühlt sich darin geborgen, man verteidigt diese Werte. Es ist gerade, was die Skinheads betrifft, ja eine sehr, er hat es gesagt, in den 60er Jahren in England, hochintakte Jugendkultur gewesen, zum Teil immer noch, es gibt sehr viele soziale Veränderungen, wo man sich nicht nur geholfen hat, sondern wo Skinheads, wenn man so will, alte, traditionelle soziale Milieus, die in der Gesellschaft, sowohl in England wie bei uns, zum Teil zerstört worden sind, sich verändert haben, bestimmten Anforderungen nicht mehr genügen konnten, ersetzt haben und sozusagen an die Stelle alter Milieus ihre Gruppenidentität gesetzt haben. Insofern muss man mal versuchen, glaube ich, aus der Sicht auch zu sehen, dass da eine Menge den Bach runtergehen kann, wenn solche Gruppen von außen, sei es wie auch immer berechtigt durch die Polizei, durch Erwachsene, durch andere, die nun nicht dieser Lebensauffassung sind, dass sie sich dann natürlich wehren, weil jeder Angriff auf die Gruppe, wenn man so will, auch immer die Gefahr möglicherweise gebürgt, dass die Gruppe auseinanderfällt. Und ich weiß, ich kann mich jetzt in einem Interview an eine Liste der Europameister erinnern, wo ein Engländer gesagt hat, nun nehmt mir nicht die Gruppe, als es um die Auseinandersetzung ging. Die ist für mich als Heranwachsender sehr, sehr wichtig, sozial, kulturell und auch für das eigene Verständnis. Also insofern, denke ich, ist das ein wichtiger Punkt, dass man also die Bedeutung, so wie wir unsere Familien, unsere politischen Anschauungen oder unsere Berufe nicht, wenn man so will, aufgeben, das zu verteidigen. Das Problem ist, der Einsatz von Gewalt, und hier muss man genau sagen, wir haben bis jetzt nur über körperliche Gewalt geredet. Es gibt ja ganz andere Gewaltformen, Gewalttätigkeiten, denen Jugendliche A ausgesetzt sind und B, mit denen Jugendliche auch konfrontiert werden. Eine ist die Staatsgewalt in Form der Polizei. Und da denke ich schon, das war eben mein Einwurf, gibt es vielfältige Erfahrungen damit, wie einzelne Polizeibeamte nicht gerade immer sehr angemessen, will ich mal sagen, mit ihrem staatlichen Auftrag umgehen. Deswegen sagt ihr, es gibt in Deutschland eine sehr wichtige Organisation, die heißt Bürger kontrollieren die Polizei. Die tragen Tag für Tag öffentlich zusammen, inwieweit Polizei ihren wichtigen Auftrag vor Ort ausführt. Und da sind natürlich dann solche Erfahrungen immer wieder der Anlass, in die Gegengewalt zu gehen. Nicht? Das ist demütigend, wie man teilweise, das haben Sie ja gesagt, wie man von Polizei behandelt wird in der Öffentlichkeit. Ich kenne es aus diesen Fußballstadien. Es ist demütigend für den 16-Jährigen, wenn der hinten geknebelt in so einem ganzen Stadion rumgeführt wird. Wie sozusagen im alten Römischen Reich wird der sozusagen vorgeführt vor allen anderen. Und das produziert Verletzungen und produziert die Bereitschaft erstmal zur Gegengewalt. Genau, da gibt es eine Bedingung und das hatten Sie ja darauf hingewiesen. Also da müssen wir uns schon drüber unterhalten, ob es der Polizei zum Beispiel möglich ist, das anders zu machen. Sind es nur die schwarzen Schafe oder sind es sozusagen einfach auch in Polizeitaktiken angelegte Probleme, die möglicherweise der einzelne Polizist, das kenne ich sehr gut, selber gar nicht in den Griff bekommt. Also das fände ich nochmal eine wichtige Debatte hier in unserer Runde. Auch. Mir erscheint aber in der Grundhaltung ein Widerspruch zu sein. Sie haben jetzt die Anfänge geschildert von England, dass die Gruppe, die Gemeinschaft ein ganz wichtiger Faktor ist für uns alle. Auch, das hat nichts mit Jugend, mit Erwachsenen zu tun. Mir erscheint ein Widerspruch zu sein, wenn der Herr Slesak erst skizziert hat, Ihre Einstellung, dass Sie eigentlich Ihr Leben leben möchten. Sie haben geschildert, Sie greifen eigentlich niemanden an. Ja. Nur wenn Sie angegriffen werden, dann reagieren Sie so, wie Sie es uns geschildert haben. Ist das nicht jetzt ein Widerspruch, wenn Sie auch erst gemeint haben, eigentlich Gastarbeiter, Fremde, jetzt sagen wir einmal in Wien, die glauben Sie, dass zu viele da sind oder die sind Ihnen nicht so recht. Weil eigentlich, wenn ich das richtig sehe, wollen die auch ihr Leben leben. Die tun in der Regel auch niemand was. Ja. Also ist es nicht ein Widerspruch in der Philosophie, wenn man ein Recht für sich in Anspruch nimmt,
das dem anderen aber eigentlich nicht zubilligt und sagt, ne, also der will auch nichts anderes. Weil der sucht ja nicht den Konflikt eigentlich mit ihnen. Kommen Sie mal vor. Kommen Sie mal vor, setzen Sie sich her. Wenn Sie so oft einsagen müssen, müssen Sie sich hersetzen. Da kann er da dazwischen setzen Sie. Noch eins Kind hätte, meine Damen und Herren, ein Freund vom Herrn Slezak. Ich weiß leider nicht, wie Sie heißen. Sie gut der Jackson. So, das sind der Jackson. Ja. Sind Sie der Chef? Nein, ich bin der Chef. Bei uns gibt es keinen Chef. Gibt es keinen Chef? Nein. Wird es mir entgehen. Aha. Wieso sagen Sie ihm so stark ein? Ja, es ist deswegen in Medien so hoch geputscht gewesen. Er hat mir das vorher erklärt. Er hat viel gesagt. Und es ist viel falsch gesprochen worden von ihm. Ne? Ja, was habe ich heute gesagt? Da jetzt. Bei uns geht nur aus, was man wirklich sagt. Naja, es ist ja deswegen auch so, er ist jetzt sagen wir, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr Skinhead. Ne? Ja. Ich bin schon sechs Jahre. Ne? Ja. Man kann es so rechnen. Ne? Ja. Und deswegen weiß ich ein bisschen mehr Bescheid als wir eher. Ne? Vielleicht können uns das umsetzen. Ist doch nicht der Widerspruch drin. Widerspruch ist nicht drin, was er gesagt hat. Es war ganz komplett richtig, was er gesagt hat. Ne? Na, wieso können nicht andere da auch leben bei uns? Es ist so, es können schon bei uns andere leben, als Touristen. Na, es gibt ja Leute, die da leben wollen. Gastarbeiter. Ja, gut, aber... wenn Sie wollen, ja, ich komme zu Ihnen als Gast, ja, ich bin Ihnen ein, bleibe bei Ihnen, ja, und ich lebe bei Ihnen ewig. Nein, ich esse bei Ihnen, ich zahle nichts, hin und her. Ja, das ist ja bei den Gastarbeitern nicht der Fall. Warum? Auch bei Flüchtlingen, ich meine, wir nehmen Flüchtlinge auf. Nehmen wir Beispiel Dreiskirchen her, ne? Dreiskirchen. Wer finanziert Dreiskirchen? Wer macht das? Ne? Ja, und dafür haben sie kein Verständnis. Nein, ich finde das irgendwie nicht, weil warum soll ich als Arbeiter für Dreiskirchen zahlen, die was dort leben, was ist Brot, bewiesen, was im 40 Grad gewesen ist schon. Das Brot beim Pinsel ist ja anders schlecht war, angeblich. Ja, aber also das Brot aussehen, weil es ein Brot Sach war. Ja? Ja, warum kommen die zu uns? Warum gehen sie woanders hin? Bitte. Die sind mit uns nach der Nachkriegszeit, sind wir auch fertig geworden damit. Ja, da haben uns viele andere auch geholfen. Ja, aus die Arme sind die Besatzungslisten. Das sind wir so, als wären Besatzungsmächte. Ich möchte noch ganz kurz. Bitte. Herr Professor, Moment noch. Wir haben vorher vom Outfit geredet. Ja, das wird ich nicht. Jackson ist ihr auf Englisch sage ich, ja. Ihr Nickname, ja. Weil sie es von Ihnen gab. Ja, ja. Genau. Darf ich mal, zeigen Sie mal Ihre Faust, ja? Na, dass man die Buchstaben die Faust, sieht. Gut, ja. Ja, da steht drauf das Kinn. Ja. Warum ist denn das S so geschrieben, bis da geschrieben ist, nicht wie ein rundes S? Das ist Siegesrune. Ja. Aha. Weil die ewig hier bleiben werden. Aha. Siegesrune, ja. Ja. Über wen? Warum deutsche Siegesrune? Das ist kommt aus Germanischen, bitte, ja. Germanischen. Ah. Bitte, darf ich? Jetzt ist es SS. Es geht das Deutsche, was Sie meinen, es ist SS. Wie ich vorher gesagt habe, beim gestern Abend, Sie wollen, dass wir so grüßen. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen aber nicht, dass wir grüßen immer mehr so. Es ist das ganze Scheißdreck, eine Zunge, ganzes Kind, das ist eine Zunge, ein ganzes Scheiß-Nazitum. Ja? Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind keine Nazis, wir sind patriotisch eingestellt. Mhm. Es ist wurscht, ob das jetzt Schweden sind, oder sind wir Schweden eingestellt, die Engländer, sind wir Engländer eingestellt, die Deutschen, wir Deutschen. Es gibt keine Nazis-Kinds. Es gibt einige, ja, das geht ganz ehrlich zu, es gibt einige Nazis-Kinds. Ja. Ahn in Wien. Wie viele Kinds gibt es in Wien? Ja, 40 sowas. Ne? 40? Ja, und 50. Und mit dem Aal zum Beispiel. Davon sind ein paar Nazis. Einer. Sagen wir, naja, kann man sagen, einer, zwei, drei, ne? Nein. Einer, ja. Der Herr Professor Hacker, ich soll nicht sagen, ich kann nicht Herr Jackson sagen, es ist ja... Naja, sonst Jackson. Jackson, gut. Brennt, da muss was sagen, der Professor. Nein, wenn ich mit der gütigen Erlaubnis der anwesenden und abwesenden Skinhead vielleicht auch etwas sagen darf, da die Stunde ja vorgerückt ist, will ich... Moment. Ich will nur nicht eingreifen. Lass den Leute hintereinander reden. Hier sind wir. Okay. Euer Freund hat auch reden dürfen. Das habe ich nicht gesehen. Oh ja, oh ja. Geh, sei so gut, setz euch bitte hin. Ja, klar. Bitte. Ja, das göttliche Anschalten. Gut, Herr Professor Hacker. Darf ich vielleicht, ohne jetzt die Erwartungen, Herrn Slezak zu enttäuschen,
Ich bin von vornherein nicht gegen ihn, im Gegenteil, ich bin sehr für die Jugend, die er nicht hier repräsentiert. Weil es ist nur ein verschwindend kleiner Teil der Jugendlichen, sowohl der Arbeitenden wie der Arbeitslosen, die ihrer Gier nach Gruppensolidarität in der Weise nachgeben, dass sie eben zu diesen Gruppen, die ich ja sehr, sehr genau kenne, weil sie ja teilweise von England und Amerika kopiert sind, sich anschließen. Wir haben ja hier schon heute Abend, Demonstrationen eben jener merkwürdigen Mischung gesehen, die aus so dem Selbstverständnis, aus Patriotismus, aus Ausländerfeindlichkeit, aus einer missverstandenen Gruppenloyalität und aus der Bereitschaft zum Gegenschlag existiert. In unserer Wissenschaft ist ja das Bild des sich verfolgt meinenden Verfolgers sehr, sehr bekannt. Man glaubt, dass man verfolgt wird und verfolgt deswegen. Nun ist ja darüber gar kein Zweifel, dass bei vielen Gruppen, die sich ja schon durch ihren äußeren Habitus so auszeichnen, die Furchterzeugung und die Furchterregung, also die Angsterzeugung, eines der Gruppenmerkmale ist. Die Leute, um ihre eigene Angst zu überkommen, erregen sie diese Angst in anderen. Das ist ja das, was die Gruppe zusammenhält. Und der Herr Schlesak hat mit Recht gesagt. Könnten Sie nicht mit den Jungen nicht bleiben? Ja, sofort. Er hat sehr mit Recht gesagt, und da stimme ich ihm bei, dass die Medien ein gewisses Bild von den Skinheads und ähnlichen Gruppen entworfen haben und die als Bösewichte gestempelt haben. Und da ist es sehr wichtig, hinter dieses Bild zu gehen und das nicht also nur an der Oberfläche anzuerkennen. Auf der anderen Seite ist es unmöglich zu akzeptieren, dass sie sich nur als Opfer verstehen und nur als solche, die von der Polizei und von anderen provoziert werden. Aber es fragt sich jetzt im Sinne der Medienpolitik, ob es wirklich einem pädagogischen Zweck dient, die Angehörige dieser Gruppe wegen ihres Show-Effekts, deswegen, weil sie also eine fabelhafte Show machen und ich leider weder mein Schuhwerk noch meine Fäuste noch irgend sonst etwas mediengemäß präsentieren kann, das dadurch zu ermutigen und zu encouragieren. Weil die Frau Vizebürgermeister ist als Bürgermeister, der Herr Polizeipräsident als Polizeipräsident eingeladen, die Herren hier sind als Skinheads eingeladen. Heißt das, dass sie encouragieren wollen, weiter so zu tun? Und weiter jene Aktivitäten zu entfalten, von denen wir heute gehört haben. Und das ist natürlich schon eine Medienverantwortung, die sehr ernst genommen werden muss. Und da gebe ich Ihnen in diesem Sinne vollkommen recht. Na, die Medien übertreiben total. Also, da haben Sie recht, aber in beiden Seiten. Adele im Krone der Kurie, weiß ich nicht, vom Theo Kohlhaber oder so, wie das heißt, menschlich gesehen. Seine eigene Sicht von Skinheads kennt sie von vorn bis hinten überhaupt nicht raus, schreibt, egal was er mir gerade einfällt, über Skinheads, und jeder, der was die Zeitung liest, glaubt an das. Der erste Satz von menschlich gesehen ist, wenn sie in den nächsten Tagen in den U-Bahnen gehen und ihnen kommt eine Gruppe grölender, seltsam bekleideter Glatzköpfe vor, dann nehmen sie sich in Acht, denn es könnte der Fall sein, dass der 16-jährige Alexander S. mit von der Partie ist. Er hat schon so und so viele Schlägereien in den letzten Monaten gehabt und er hat Erfahrung damit. Und die U-Bahn ist eine Unterweltbahn geworden und wir müssen aufpassen, dass es nicht so wird wie in New York. Der hat keine Ahnung, was überhaupt passiert ist in die U-Bahnen, weil da bin ich mit ihm niedergeschlagen worden und da ist gestanden, warum ich nicht verhaftet worden bin. Helmut Zilk platzt der Kragen, Alexander S. immer noch auf freien Fuß, obwohl ich niedergeschlagen worden bin. Ich meine, wenn ich niedergeschlagen wäre, finde ich es komisch, dass ich dann verhaftet werden soll. Und dann schreibt er seine Meinung von Skinheads, die was, obwohl sie überhaupt nicht auskennt, schreibt, was er will, und da sagt keiner was. Und alle glauben, dass er in der Zeitung steht, und ich bin dann der Trottel im Endeffekt. Also ganz dazu, der Herr Helmut Zieg, ne, der hat ja angeschworen, ne, dass er mit uns reden will. Ne. Also er lässt sich halt nicht blicken in einen offiziellen Rundenkreis,
Und es ist auch die Bürgermeisterin sitzt ja da. Ich bin da. Gut, es hat die Frau Bürgermeisterin hat geschimpft. Gut, also wie jetzt? Sind Sie jetzt, und Sie haben vorher gesagt, Sie sind es nicht, aber Sie sind es jetzt doch auf einmal. Ja, ich vertrete ihn ja als Bürgermeister auch. Als Bürgermeisterin, Vizebürgermeisterin. So, jetzt muss ich gut. Ich muss auch dazu hängen, das stimmt, was er gesagt hat. Ich komme jetzt gleich dran. Aber ich finde es auch, es ist wirklich wahr. Man schreibt in die Zeitungen, es sind Skinheads, die einen Überfall auf eine Pension gemacht haben. Ja. Wir kennen da keinen einzigen von denen, es ist aber nie ein Skinhead, weil ein Skinhead hat nie eine Jacke und nie einen Mietenhof. Was kann denn der Bürgermeister dafür? Und er tragt uns auch nicht mit uns reden, wegen der Strafmilderung und wegen der Straferhöherung oder das ist ich was alles. Ne? Ja, er lässt sich aber nie blicken, er meldet sich nicht bei uns und er wird sich nie bei uns irgendwie blicken lassen. Ich weiß nicht warum und wieso. Ja, es ist ja wir waren, wie meine Kameraden da hinten alle sahen, Kameraden würde ich nicht sagen, aber das wollen Sie überhaupt diskutieren? Frau Fiedler, würde ich sagen, das ist ein Nazitum, ja. Bei mir sind es Kameraden, ja. Für ihn sind es Freunde, dass kein Nazitum wieder aufkommt. Es sind Freunde von mir, ne? Das ist einer von der Gang von uns und ja, ein anderer Jurist, ein Studierender. Der würde nur sagen dazu, er will mit uns nicht reden. Warum will er mit uns nicht reden? Weil das wir kennen wahrscheinlich auch. Also der Bürgermeister redet mit so vielen Gruppen. Er hat schon oft gesagt zu uns, also in der Zeitung öffentlich, ne, hat er gesagt, er will mit uns reden. Warum ist er denn nicht gekommen? Jackson, muss auch eins sagen, das will ich öffentlich jetzt sagen, einmal, irgendein papstmäßig. Nein, der Papst kommt, damit wir haben Millionen von Schilling aus für den Papst. Moment, aber was haben wir davon? Moment, du kannst jetzt nicht die Diskussion sprengen. Ja. Du hast sehr viel gesagt und sehr viel losgebracht. Wir haben dich sogar als zusätzlichen Gast eingenommen. Ja. Gut, jetzt lassen wir mal die Frau Vizebürgermeisterin. Nein, ist in Ordnung. Jetzt lassen wir mal die Frau Vizebürgermeister reden. Ja nicht und wir hochen jetzt mal zu und du auch. Ich kann ja nicht laut tun, dass da sitzen. Ja? Nein. Jetzt sei du mal bitte still, jetzt darf sie mal reden. Also, ich sag's noch einmal: Papstbesuch. Das haben wir zu akzeptieren, der ist da und der Bürgermeister hat ihn zu empfangen. Das ist einmal ganz klar. Ja, aber über den Papst brauchen wir jetzt nicht. Das ist nicht unser Thema. Ich will nur dazu sagen, das Bild ist entstanden in den Medien. Nur, die Donauinsel ist wahr. Da haben wir zwar zwei verschiedene Ansichten, aber die hat es gegeben. Und Ihrem Bürokollegen, sein Sohn, wurde tatsächlich am Schwedenplatz der U-Bahn von einem Skinhead niedergeschlagen. Das ist eine Tatsache. Und mir kommt vor, dass das heute wie in manchen anderen Gruppen ist. Es gibt solche, es gibt aber auch andere. Und die anderen, die schmeißen das Bild in der Öffentlichkeit. Und ich meine, da müsst ihr euch eigentlich dann auch wehren. Weil dadurch entsteht eben eine Verallgemeinerung. Ich meine, das ist bei Politikern auch so. Ne? Das heißt, das, was möglicherweise für die Polizei gilt, vielleicht für Einzelne, könnte auch für das Kind jetzt gelten. Das muss ich sagen, bei uns gibt es ja Leute nicht, die was eigentlich grundlos irgendwem, wie sie Frau Schönbach gesagt hat. Ja, na, sie ist ja auch grundlos. Sie hat ja niemanden. Aber nicht von uns. Getan. Bei uns gibt es ja, es gibt grundlose Aktionen, das kann man sagen, bei Fußball. Aber es ist ja auch keine Bei Fußball ist das auch so. Es stimmt. Aber ich will nur eins sagen, aber wenn wir auf der Straße gehen, zu dritt, zu vier, zu fünf, ja, oder zu sechs, zu zehnt, ja, dann hätte ich einmal schon ein bisschen Furcht erregend, wie der Herr Professor gesagt hat. Das ist wahr. Furcht erregend, gut. Ja. Aber wir müssen von den Zähnen sehen, was an hier geht, eine alte Frau, einen alten Mann, Das haben wir nicht bei den Jungen eigentlich. Was? Und eins muss ich unterstreichen, das macht der Bürgermeister nicht. Ich will nur eins sagen, wir gehen jetzt 10 durch die Grunde. Ja? Geht der Straßen ist da lang. Ja? Okay. Wir gehen jetzt 10 durch, dann stehen vor uns 5 Leute, die was lachen. Wir denken sie überhaupt, wir gehen weiter. Ja. Und dann hinter uns, dann drehen sie sich um. Wir sind nicht die Leute. Was sie das gefallen lassen, die drehen sich um und sagen, was ist, was willst. Ne? Na gut, die meisten rennen sie weiter und gehen weiter. Ne? Die anderen bleiben stehen und sagen, na, wo kommt's her? Na gut, dann ist klar, wir kriegen die Anzeige, weil wir drauf fahren. Aber was die anderen vorher gemacht haben, Herr Polizeipräsident, das wird nie zur Debatte gestellt. Wer sind die anderen?
Das sind die Leute, die was uns zu uns kommen und so Finger zeigen. Scheiß Kinder, scheiß Großvater und scheiß Nazi. Wir sind keine Nazis. Wir sind Patrioten. Wir stehen für Österreich und für Wien gerade. Aber für keine andere Stadt. So. Ja, aber jetzt darf ich einen Satz noch sagen. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir uns da einig sein können. Wenn der Bürgermeister es gesagt hat, und das vertrete ich auch, dass wir keine New Yorker Verhältnisse oder ähnliche wollen in Wien, dann kann ich das nur unterstreichen. Das wollen wir alle das nicht. Will ich auch, ne? Also New Yorker Verhältnisse, bitte. Ich hoffe das wirklich. Ja, und bitte, ich glaube auch dran. Ich habe auch keine besondere Angst, kann ich nur für meine Person das sagen. Das wird nie so. Aber es gibt natürlich Ansätze bei Älteren, die halt ein ungutes Gefühl haben. Und ich selber, ich wohne im Lichtental. Ja? Wir haben auch, wie Sie sagen würden vielleicht, wir nennen das in Wiener Plotten, nicht? Nein, sagt man in Wien. Aber mit denen haben wir sehr lange mehr unterhalten, weil die dasselbe machen. Die rennen denen alten Leuten hinten nach, die tun ihnen gar nichts. Die rennen nur, das macht einen furchtbaren Lärm und unwillkürlich erschreckt man. Jetzt haben wir lange unterhalten, was das für einen Sinn ergibt, eigentlich. Das sind Psychopathen, was sowas machen. Ja, ich weiß nicht, Psychopathen sind ausgebildet. Aber als Psychopathen würde ich die nicht bezeichnen. Wir sind keine Gewalt. Jetzt hör auf, mich. Jetzt hör auf. Wir sind keine Halbstorten. Das ist heute mit dem Ausgehung kapiert. Wir waren vorhin keine Pensionisten, ja? Das ist mal das Erste. Habe ich jetzt von Ihnen gekriegt? Nein, Gusch. Das tut nicht gut. Wir überfallen keine Pensionisten. Wir erschrecken keine alten Leute. Wir sind... Moment. Ihr tut eurer Sache nichts gut. Wir erschrecken... Nein, Moment. Wir erschrecken keine alten Leute. Das ist einmal das Wichtigste. Um das geht. Wir rennen nicht alle Leute hinterher und machen einen Wirbel mit den Stiefeln. Also bitte, wenn du jetzt weißt, das ist nicht mein Auto. Das hat ja nicht gesagt, dass dass wir hier eine Demonstration von Gewalt haben, wo wir die Gewalt haben. Das tut euch nicht gut, was ich da geschehen habe. Das ist das Beste. Das tut euch nicht gut. Nein, das verzapft der Wickel. Nein, das ist einfach. Jetzt sind wir alle Leute noch. Das glaube ich. Setz dich jetzt bitte hin. Das war ausgemacht so, ja. Das ist ja gar nicht falsch geredet. Überhaupt nicht. Aber das ist natürlich der beste, die beste Demonstration. Und so kann man halt schwer miteinander. So, setzt euch jetzt bitte hin. Aber Frau Vizebürgermeister, ja. Es doch auch wohl hin. Der Alkohol eine ganz große. Ich rede ja auch nicht so mit dir. Wir haben es ja gesehen. Wir haben es ja gesehen. Es ist ja zu erwarten gewesen. 1000, 2000 Leute. Ich meine, unsere Leute erleben auch jeder Kirmes in jedem Wirtshaus. Aber sowas macht man nicht. Es ist nicht so aggressiv, sondern man natürlich mit unterwegs. Alkohol und Herr Leder, ja, aber muss das notwendigerweise vor der gesamten Nation demonstriert werden? Nicht notwendigerweise. Das ist, doch, das ist also gerade kein nachahmenswertes Beispiel. Nein. Jetzt kommt der Herr Polizeipräsident dran, bitte. So, jetzt bitte dürfen wir jetzt wieder die Diskussion ein bisschen fassen. Jetzt kommt der Herr, Frau Vizebürgermeister, jetzt kommt der Herr Polizeipräsident dran. Sie sehen die Taktik der Polizei. Zu warten, bis sich die Dinge von selbst entwickeln, ist hier, glaube ich, gerade hervorragend demonstriert worden. Und es ist schon richtig, Herr Slesak, diese Verhältnisse wie in Amerika wird es in Wien nicht geben, und zwar deshalb, weil wir in Wien durchgreifen. Und das, selbst wenn der Herr Dr. Göbel einen auf den Arm getretenen Arm als desavouierend empfindet, was es auch ist. Die Durchsetzung des Rechtes ist nicht immer einfach, und deswegen hat auch der Staat dazu ein gewisses Gewaltmonopol. Aber in der Verhältnismäßigkeit der Mittel, das müssen wir sehen. Jetzt lassen wir mal das sehen. Er hat jetzt wenig das sind okay. Doch bitte, Herr Doktor, das können Sie nicht beurteilen, das kann nur das Gericht beurteilen, die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Sie haben jetzt gesprochen, mich würde was anderes interessieren. Wir haben also jetzt über Gruppenprobleme gesprochen, wir haben über Patriotismus gesprochen. Alles in Ordnung. Meine Frage ist, was verstehen Sie unter Demokratie? Sie haben immer gesagt, Sie stehen zu Österreich, Sie stehen zu Wien, Sie stehen zu dem. Sie haben nie gesagt, wie Sie zur Demokratie stehen. Denn dass wir hier sitzen und dass das alles möglich ist, das ist Demokratie, bitte. Und jetzt möchte ich die Frage an Sie stellen, was verstehen Sie unter Demokratie? Also bis jetzt ist es nicht.
Weil Demokratie heißt, jeder hat die gleichen Rechte, oder? Ja, mhm. Nur das passiert jetzt nicht. Nur, bitte. Eigentlich für überhaupt im Allgemeinen passiert das Ganze gar nicht. Weil dann dürfte der Polizist, wenn ich eine Dienstnummer von einem verlange, man müsste einmal die Dienstnummer geben oder müsste irgendwas machen können gegen ihn, zum Beispiel. Ne? Und ich habe schon Sachen erlebt, wenn was eigentlich das meiste ist, ich gesagt, ich möchte die Dienstnummer haben, weil ich mich bedroht gefühlt habe. Der hat gemeint 813. Und ich fange an, ja, tut mir leid, aber ist ein schlechter Scherz, weil es gibt nur vierstellige Dienstnummern. Der meint, na, die besseren haben dreistellige. Und ich fange an, das gibt's nicht. Es gibt auch dreistellige nebenbei bemerkt, natürlich. Aber der hat sicher keine dreistellige Dienstnummer gehabt, der war ein normaler. Aber was hat das mit Demokratie zu tun? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, weil sie wehren sich, vielleicht sie persönlich zu Recht, andere auch, gegen den Vorwurf, sich nicht demokratiekonform zu verhalten. Und Gewalt ist eben in der Demokratie etwas, was reglementiert ist. Und was Normen unterliegt und was Sanktionen unterliegt. Na, was ist hier, wie stehen Sie zur Demokratie? Ich glaube, das interessiert die Zuseher. Sie, ob Sie Straftaten begehen und wir Sie festnehmen, dem Gericht anzeigen und das Gericht Sie hoffentlich einsperrt, da bin ich nämlich mit unserem Bürgermeister also ganz einer Meinung, wenn Sie es getan haben und überwiesen werden. Das ist eine andere Frage. Wie stehen Sie zur Demokratie? Ich komme gleich wieder. Ja, Panik. Setzt euch bitte hin. Ja? Also, Sie sind mit in einer Diskussion. Ja, willst du Demokratie stehen? Was empfinden Sie als Demokratie? Was stört Sie an? Ist Österreich eine Demokratie? Aber verzeihen Sie, Herr Präsident. Es sollte einer sein, aber meine Angst keine. Seien Sie, Herr Präsident, aber das ist mir, wie der Herr Schlesak über die Demokratie denkt, ist nicht so wichtig, als wie wir alle darüber denken. Weil meiner Ansicht nach hat die Verständigungsbereite, der demokratische Pluralismus, seine Grenze in der Gewaltanwendung. Und wenn diese Grenze der Gewaltanwendung erreicht ist, produziert das nicht notwendigerweise Gegengewalt, sondern irgendeinen Therapievorschlag, der nicht notwendigerweise Gegengewalt ist. Aber irgendwann, aber es hört, ja, aber schauen Sie, die Demokratie, das haben wir ja hier, brauchen wir ja weiter nicht hinterfragen. Das haben wir ja gerade demonstriert gesehen bei einem Vorsitzenden, der vielleicht sogar in einer Weise, die ich kritisiert hätte, langmütig mit unseren Freunden ist und denen also wirklich alle Möglichkeiten gegeben hat. Nicht wahr? Bei der ersten Gelegenheit haben sie ihn ja heute, wie wir alle gesehen haben, physisch attackiert, in bezeichnender Weise, und ich kann halt da über meinen Berufsschatten nicht drüber springen, dass das erste Wort, das einer seiner Freunde unter Anführungszeichen gesagt hat, war Kusch, und wie er aufgerieben hat. Naja, so wenn das halt, und das ist im Rahmen einer Diskussion, in der behauptet wird, dass hier die Gewalt nicht lediglich immer eine Gegengewalt ist und nur eine Reaktion auf während doch unser Vorsitzender, wie wir alle sehen, der friedlichste Mensch der Welt ist, wenn ich das auch für mich selbst nicht behaupten will. Also das ist ja ohnehin demonstriert worden, und wie es mit dem Mut und der Loyalität und all dem bestellt ist, zeigt sich ja, dass diese mutigen Herren nur in der Gruppe auftreten können und dann bei der kleinsten Provokation oder das, was sie als Provokation empfinden, nämlich, dass nämlich ihre Provokation nicht unbedingt hingenommen wird, dann sofort auf gewalttätige Äußerungen bzw. gewalttätige Taten zurückfallen. Wie wir es ja hier demonstriert gesehen haben, brauchen wir ja gar nicht. Das stimmt doch nicht, die unterhalten sich doch. Die haben das doch jetzt unterhalten die sich, haben sich doch selber wieder in den Griff bekommen. Keiner von wieso uns hat sie hier durch Gegengewalt eingreifen müssen. Das, ich bitte Sie, aber Herr, es ist doch durch Kommunikation passiert. Das ist durch Kommunikation passiert. Durch Kommunikation sollen wir Ihnen noch danken, dass Sie uns nicht erschlagen haben. Das ist wirklich ein starkes Stück. Nein, jetzt.
Sie verlängern jetzt etwas, was nicht gewesen ist. Sie nehmen eine Geste und sagen, wenn jetzt keiner diskutiert hätte, hätten die geschlagen. Sie haben gesagt, wenn das so weitergegangen ist, sollten wir dankbar sein, dass wir nicht erschlagen worden wären. Warum hören Sie nicht ein bisschen zu? Nein, das haben Sie gerade gesagt. Nein, das habe ich nicht. Sie sollen dankbar sein, dass wir nicht erschlagen worden wären. Das ist die Schlussfolgerung, dass das passiert wäre. Und das finde ich keine angemessene Annahme. Also mir zu unterstellen. Nein, ich habe nur Ihre Aussage versucht zu interpretieren. Sie haben es doch selber in den Griff bekommen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiges Problem, dass Jugendliche ihre Aggressivität in einer gewissen Weise selber in den Griff bekommen. Also und dafür, setzt euch hin, die anderen haben gesagt, lasst es sein. Er ist als Vermittler eingetreten. Sie meinen, klassisch also, demokratisches Modell. Ja, ein demokratisches Modell. Das ist kein demokratisches Modell. Dann kennen Sie sich schon nicht mehr aus. Vermittler, wunderbar. Situation beruhigt oder nicht? Leider haben einige Opfer in Wien keinen Vermittler gehabt und darum ist es nicht so glimpflich ausgegangen. Herr Doktor, Ihre Ansichten sind wesentlich gefährlicher wie die Ansichten dieser Jugendlichen. Kusch, sagt denn da kann man also Kommunikation, weiteres, das haben wir auch gehabt in dem Alter und das hat auch der Herr aus Innsbruck zu Recht gesagt. Aber was Sie tun, Herr Doktor, das ist sozusagen, wenn man Ihre Gedankengänge wirklich bis zu Ende verfolgt, es wäre schade um die Zeit, das hier zu tun, dass die Polizei an allen schuld ist. Da muss ich schon sagen. Ich habe nicht von der Schuld. Ich habe nur Sie gesagt, haben wie schwierig vorher die Polizei gesagt, die Polizei sieht die Gewalt. Ich habe gesagt, bestimmte... Haben Sie gesehen, wie friedlich ich hier sitzen geblieben bin? Weil jemand vom ORF gekommen ist. Das müssen Sie nämlich auch den Zusehern sagen. Ist ja nicht wahr. Ja, ich muss nur eins sagen, wenn aber Ihre Kameraden und Ihre Polizisten gewesen wären, alle hinten klingen am Boden und drauf mit Knüppel, was gegangen war. Es ist nicht nur hier so, es war auch im Fußball so. Es ist nicht nur da so. Du bist jetzt nicht dran. Du bist es ist egal, nicht dran. Aber das ist im Film reden. Weil du bist jetzt nicht dran. Jeder glaubt, er hat recht. Aber es ist aber falsch, dass er recht hat. Jackson, du kommst er hat nicht dran. Recht. Du kommst wieder dran, aber er redet red großartig. Ich bin alleine hier und so großartig, weil ihm keiner was tun kann. Schau, ihr sprecht. Er macht ja keiner was. Er macht der Polizei keiner was. Aber die Polizei fängt da. Komm mit, ich werde vom Fußball her. Schon komm mit, ja. Und reißt mir Weg und dann kriege ich drauf, ich habe gar nichts gemacht, ich kriege aber drauf. Aber ich sehe im Fußballschreib, Tor und Patschke. Ich möchte Ihnen was sagen, ich habe nicht ein Recht, sondern eine Ansicht. Und Demokratie ist das Recht, seine Ansicht zu äußern. Das stimmt, ja. Na und ich muss mal auch verteidigen. Also, vielleicht ich habe auf die Polizei, wenn ich das gerade sagen wollte, ich habe auf die Polizei diskutiert, auf die Erfahrungen der Jugendlichen hin. Dann ist doch nicht gesprengt, wieso das denn? Die Diskussion. Nein, wenn man über so ein problematisches Thema diskutiert, mit denen, die es selber sozusagen betrifft. Gibt man immer den Polizeirecht, gibt man immer den Recht. Du hast ihm das Wort entzogen. Es ist ihre Art, das zu machen, also muss man versuchen, damit umzugehen. Weil er meint damit, er meint damit. Wir uns als die Demokraten erweisen, die wir sozusagen immer an ihre Adresse hier hinstellen. Ich finde schon, dass wir da kommunikativ müssen. Herr Göbel, Herr Göbel. Ja, Sie versuchen es ja. Sie versuchen es ja. Ich will noch mal sagen, ich habe nur erstmal auf Erfahrungen mich bezogen, die Jugendliche mit Polizei haben. Ich habe überhaupt nicht gesagt, die Polizei ist schuld. Und deswegen muss man das ernst nehmen, gerade und auch Ihre eigenen Kollegen, Sie kennen in Deutschland, ich kann es nur von Deutschland sagen, gibt es eine Gruppe kritische Polizei, die selber sehr bewusst solche Sachen aufgreift, um eben nicht Gewalt und Gegengewalt zu produzieren. Ich weiß gleichzeitig, wie schwierig es ist für die Polizei, nicht nur bei Skinheads, auch bei Erwachsenen, bei Wirtshausschlägereien, bei allen anderen Sachen, in dem Moment, weil die Polizei kommt meistens oft zu spät. Sie kommt an den Tatort, sieht irgendwelche Sachen, muss sehr schnell darauf reagieren, muss das Legalitätsprinzip entsprechend verfolgen, muss durchgreifen, muss verhaften. Merkt oft deswegen nicht, dass sie eine Situation verschlimmert. Das sind oft alle sind Probleme von Polizei. Ich lade Sie gerne im August ist ein Kongress in Bremen, wo das diskutiert wird. Und deswegen kritisiere ich nicht die Polizei und Sie als Person, sondern sage, es das gibt von Jugendlichen bestimmte Erfahrungen im Umgang mit Polizei. Das ist was ganz anderes. Darf ich Folgendes sagen? Es war ein Österreicher, nämlich Karl Kraus, der gesagt hat, der Skandal beginnt, wenn die Polizei ihm ein Ende bereitet. Also wir sind mit diesem Phänomen seit 80 Jahren ungeheuer vertraut. Oder seit 60 Jahren, da braucht man keine Belehrung darüber. Aber je mehr man, so wie ich davon überzeugt bin, dass die wirklichen Gründe und Ursachen all dieser Phänomene, also unter anderem auch gesellschaftliche und psychologische Gründe haben, desto mehr muss man aber sagen, dass in der akuten Situation
Wenn also da ein Wirbel losbricht oder wenn da bei dem Fußballmatch das und das passiert, muss ja die Polizei eingreifen. Es gibt ja keine andere, es gibt ja keine Alternative. Das ist jetzt keine Entschuldigung für Schlägertypen in der Polizei, die ebenso verdammenswürdig sind, ob sie jetzt in Uniform sind oder welche Uniform sie immer tragen. Also kein Mensch kann mir unterstellen, dass ich das verschleiern will oder entschuldigen will oder eher irgendeines das. Aber zu sagen, dass auch eine funktionierende Demokratie in gewissen Notsituationen, wie wir sie beinahe hier gesehen haben, nicht des Eingreifens bedarf, ist einfach nicht nur unvernünftig, es ist so unrealistisch, dass man es gar nicht diskutieren kann und unter Sache eben der Erforschung der Ursachen keinen guten Dienst tut. Ja, aber wer sagt, wann es ist es eine Notsituation? Es gibt aber doch einige Alternativen, weil das gibt es ja in Deutschland auch, gibt es bei uns auch. Bei uns sind es die Streetworker, die vor allem die Fußballfans ein bisschen zu beeinflussen versuchen eigentlich. Erst mal hinhören. Und, ja, natürlich. Hinhören. Wir arbeiten aber seit 8 Jahren in diesen Projekten und ob das Kind sitzt die klassischen Fußballfans oder Jugendliche, die einfach da rumlaufen, man muss erst mal hinhören und man muss sich mit ihren Argumenten auseinandersetzen, was nicht heißt, dass man ihnen immer zustimmt. Man kann die auch kritisieren. Also er hat es ja bewiesen, er auch. Man kann sie ja kritisieren, sagen, hör mal, das finden wir nicht gut. Sie hat es ja auch, finde ich, sehr gut gemacht. Da können die sich auch mit auseinandersetzen. Aber wenn sie auf der Straße attackiert werden, können sie ja nicht diskutieren. Soll die Mutter der Frau Doktor zu beginnen zu diskutieren? Wenn Sie sagen, dass das ein Problem zwischen Generationen ist. Naja, gut. Also und Sie fühlen sich zu Recht falsch diffamiert, wenn man immer meint, das Kind würde das tun. So, die Frau Schönbauer kommt jetzt mal dran. Eine Frage an den Herrn Doktor. Welche Alternative hätten Sie dann zum Schutz der Bevölkerung, wenn Sie mit dem Eingreifen der Polizei nicht einverstanden sind? Ja, erstmal bin ich immer der Meinung, dass die Bevölkerung weniger ängstlich sein muss. Die Bevölkerung muss selber viel mehr offen auf Jugendliche, auch wenn sie im Bewusstsein der Bevölkerung so aussehen, wie die aussehen. Die sehen ja sehr auffällig aus und auch zu Recht auffällig aus, weil sie was ausdrücken wollen. Da muss man erstmal offen zugehen und nicht immer jeden, der anders aussieht und der vielleicht auch anders mit sich selbst umgeht, erstmal ängstlich sein. Sie haben aber ein sehr konkretes Beispiel gebracht. Sie haben ein sehr konkretes Beispiel gebracht und haben abgelehnt, dass die Polizei da eingreifen sollte. Wie kann man in so einer Notsituation, wenn es zu einer Schlägerei auf einem Fußballplatz kommt, an Alternativen denken und die Polizei verhindern, dort Ordnung zu machen? Ich habe schon vor Jahren die These vertreten, man hätte mehr die Polizei früher aus den Stadien viel früher herausziehen sollen. Was heute an Aufrüstung durch Polizei in den Stadien passiert, in der Bundesrepublik haben wir in Düsseldorf 2500 Beamte gehabt und man konnte trotzdem eine Auseinandersetzung nicht sozusagen vermeiden. Vor 10 Jahren waren es vielleicht 150 bis 200. Da gab es auch schon Schlägereien, aber Schlägereien... Ja, genau so. Und vor 50 Jahren... Und diese Schlägereien wurden aber von denen, die sie schlugen, selber reguliert, beendet in dem Raum, wie es... Das waren seine Bandenaußen. Ich fühle mich an meine Jugend selber erinnert. Und im Häselstadion hat man der Polizei den Vorwurf gemacht, zu wenig Personal gehabt zu haben. Falls Sie das verfolgt haben, Herr Doktor. Über das Häselstadion kann ich eine genaue Analyse geben. Das war auch der Vorwurf von dem Häselstadion. Das Häselstadion war das Problem, dass genau Leute, italienische Fans, die sozusagen Familienfans waren, sozusagen nicht auf die Attacken, also die auch sehr ritualisierten Attacken, der jüngeren englischen Fans vorbereitet waren und selber dann in einer Panik in die Ecke gelaufen sind. Und ich würde immer sagen, wenn dort andere jugendliche Fans gestanden hätten, wäre zwar zu einer Schlägerei gekommen, aber es wäre nicht zu dieser Panik gekommen. Ja. Also man muss mal sehen, unter den Toten in Heisel sind nur Ältere. Und das finde ich das ganz große Problem von Heisel, dass man quasi den englischen Fans vorgeworfen, sie hätten die Leute in den Tod getrieben. Da ist ja nochmal sozusagen auch eine öffentliche Aufrüstung im Sinne sozusagen der scheinbaren Blutrünstigkeit der Jugendlichen hat stattgefunden und sie haben das Bild, was die Öffentlichkeit entworfen hat, in einem Transparent zurückgespiegelt und stand drauf, we are the animals, wir sind die Tiere. Also die Gesellschaft guckt auf sie wie rohe Tiere, obwohl wir alle wissen, dass auch gerade Tiere nicht so sind. Und das ist diese öffentliche Brandmarkung, von der Sie richtig im Sinne einer medialen Öffentlichkeit sprechen. Das erzeugt Angst bei Älteren. Aber das Problem ist, wie geht man mit seiner eigenen Angst um, wenn so ein Brocken wie der hier da steht und vielleicht so macht. Das ist nicht direkt ein Angriff auf die eigene Person, da kann man vielleicht irgendwie anders mit umgehen. Gut, bei Ihnen als Ältere ist es natürlich angsterzeugend, aber das ist ein Problem nicht nur von ihm, sondern auch wie Sie auf so eine Erscheinung selber reagieren. Macht sie Ihnen Angst oder sagt man, Mensch, hinter der Erscheinung steckt jemand, auf den gehe ich erstmal zu.
Das, glaube ich, ist das Problem des sozialen Verhaltens untereinander und nicht nur mit Skinheads, sondern mit anderen, die auch sehr demonstrativ sind. Es ist mir trotzdem die Antwort schuldig geblieben. Wie sollte man sich dann in einem Stadium in so einer Notsituation verhalten, wenn Sie vorschlagen, statt des Eingreifens der Polizei zu diskutieren? Also ich bin auch selber in diese Auseinandersetzung als Erwachsener reingegangen. Ich würde mal für mich selbst beanspruchen, dass in den ganzen Jahren der Projektarbeit, einerseits habe ich wissenschaftlich begleitet, andererseits praktisch bearbeitet, immer da, wo Notsituationen zwischen Leuten waren, auch erstmal selber reingegangen bin, um so etwas wie Ruhe zu schaffen, um so etwas wie Distanz zu schaffen. Und das wird viel zu wenig gemacht. Notsituationen, die wir heute haben, sind Notsituationen, die dann passieren, wenn sozusagen Massensituationen meistens in den Stadien produziert werden, die heute sozusagen auch durch Polizeieinsatz wahrscheinlich gar nicht mehr anders in den Griff zu bekommen sind. Natürlich. Wir experimentieren doch in diesem Bereich in allen möglichen Facetten. Richtig. Nur eines. Experimente auf Kosten der Sicherheit und der Ruhe der Bevölkerung, die gehen einfach nicht. Die sind nicht drinnen. Aber auf Kosten der Jugendlichen vielleicht? Nein, auf Kosten des Steuerzahlers, aber nicht auf Kosten seiner Gesundheitssteuerzahler. Was heißt das, der Steuerzahler? Schau ich genauso. Ich meine, immer die Rehabilitation, die Resozialisation zahlen. Das geschieht doch in vielen Bereichen, aber doch nicht auf Kosten seiner Gesundheit. Aber das ist ein wahrhaft demokratisches System, wenn ich sozusagen für die Rehabilitierung anderer sozusagen... Natürlich, das sage ich ja. Das ist in Ordnung, aber nicht auf Kosten seiner Gesundheit. Ja, so, wenn er niedergeschlagen wird. Okay, jetzt kommst du dran. Moment, lass mich was sagen jetzt. Du kannst jetzt mal was loswerden und mit der Bitte, dass du nachher wieder zuhörst. Einverstanden? Total. Ich will nur zwei Sachen jetzt kriegst du mal was los. Nur zwei Sachen. Ne? Zurück auf das Heidelstadion. Das kann man nicht, ganz ehrlich gesagt, alles auf die Polizei hängen. Es ist ja fahrscheinmäßig gewesen, dass da Liverpooler und Juventus-Fans genau nebeneinander sitzen dann. Wären aber die Juventus-Fans, die Jugendlichen, die was nachher aufs Spielfeld gestürmt sind, genau daneben gewesen waren, war es nie zu Tode gekommen. Nie, nie. Auf keinen Fall. War es eine Schlägerei gewesen, Polizei war eingegriffen, fünf Minuten später. So wie es überall und immer ist, ich war oft genug auf Fußball, ich weiß es ganz genau. Eingriff von der Polizei, alle gingen auseinander und eine Ruhe war. Ne? Gut, das Zweite, das was ich kommen wollte, wegen den Toten von Heisel. Ne? Das ist vergehen, das ist geschehen, es ist vergangen, es ist bestraft worden. Ne? Aber wenn wir jetzt jeden einzelnen Fußballfan, der was geht auf englischen, ich war schon oft in England, zweimal, dreimal, auf Fußball, also im Stadion singen, wenn wir jetzt jeden einzelnen Fan da irgendwie verurteilen, der was vielleicht so alt ist wie die Frau Schönmann oder wie irgendwie andere von hier, verurteilen, dass er nie mehr wieder fahren darf nach Europa auf ein Fußballmatch. Soll man das machen, so wirklich, so, dass es wirklich so, dass Österreich auch kapselt wird und eigene UEFA-Cups gemacht werden? Nein, schauen Sie, ich stelle mir das nicht so einfach vor, wie der Doktor, was ich sagen möchte und was ich den ganzen Abend sagen will. Man hat keinen Anspruch auf Gewalt, es sei denn, man wird an seinem Leben oder an seiner Gesundheit bedroht. Und auch hier darf man nur jene Gewalt anwenden, die genügt, um den Angriff abzuwehren. Das ist es, was ich an Ihrer Philosophie... Ich bin nicht der Mann, der sagt, nur repressiv und nur mit Einsperren kann man was machen. Nur diese Philosophie geht auch nicht. Man hat sie jetzt gesehen. Es war hier eine Aussage, eine Meinung. Eine Meinung kann doch jeder sagen. Und wenn es mir nicht passt, kann ich doch nicht gewalttätig werden. Ich bitte Sie. Darum ging es mir. Gewaltig hin, gewaltig her. Was macht denn die Staatsjustiz? Mit uns. Wenn es einem nicht passt, das ist einfach ein Niederschlag, was er vielleicht eine Beule gehabt hat am Kopf, die einfach uns Leute hat, die was drei Jahre kriegen. Ne? Es ist eine einfache, das ist ein Niederschlag gewesen. Vielleicht hat der als Erster hier, das ruft man gar nicht zu einmal, der hat als Erster hier, der geht dann eine Watsche und der haut zurück und er fährt hier und hat eine Beule am Kopf und bleibt liegen und Rettung, ich hab Kopfweh. Ne? Drei Wochen hat er Kopfweh. Ne? Und der kriegt auf einmal. Ein Freund von mir kriegt drei Jahre. Ne? Nur weil er Skinhead ist und weil er als Gewalttäter schon früher aufgestempelt worden ist. Aber schauen Sie, verzeihen Sie, aber sehen Sie nicht, dass Sie genau das machen, worüber Sie sich beklagen. Sie sagen, die Gesellschaft oder die Gemeinschaft hat ein Feindbild und sagt, das sind die Skinheads und tut sie also das verallgemeinern und tut sie dann auf sie einschlagen, beziehungsweise auf sie. Sie aber sagen, eigentlich sind die Opfer schuld.
immer sie, weil sie tun ja immer nur, eigentlich haben sie nie was gemacht, ihre Gruppe war nie involviert in irgendwas. Sie tun immer nur etwas tun, wenn ihnen etwas getan wird. Und da ist vor allem die Polizei, also die großen Schuldigen. Wobei nicht verhehlt werden soll, dass manchmal die Polizei, lassen Sie mich ausreden, ein paar Fehler macht und vielleicht sogar es Schlägertypen in der Polizei gibt. Das will ich gar nicht verhehlen. Aber doch im Allgemeinen kann man doch davon nicht reden. Und Sie machen genau das, was Sie der Gesellschaft vorwerfen, dass sie mit Ihnen macht. Und tun dadurch jene Gewalt, die Sie beklagen, nur verewigen. Weil das ist Gewalt und Gegengewalt und Gegengewalt und ein ewiger Kreislauf. Und wenn Sie also sagen, Sie stehen für Kameradschaft und Freundschaft und Treue und Pflichterfüllung und all das, naja, das muss doch für irgendeinen Zweck sein. Freunde, nur die Freunde sind nur Freunde für welche, Sie sagen patriotisch. Sie halten das für patriotisch, wenn Sie den größten Teil der Bevölkerung nicht nur antagonisieren, also gegen sich aufbringen, sondern auch provozieren und in Angst versetzen. Das ist Ihr Patriotismus. Nur das kann man gestohlen werden. Frage stehen, warum provoziere ich? Nur das mein Aussehen? Denn ich? Das heißt, ja, ich würde sagen, mein Aussehen wenn Sie, wenn Sie mich wirklich fragen, so tun Sie das aus gewissen mir leicht erkenntlichen psychologischen Gründen und gesellschaftlichen Gründen, die Sie aber, Sie sind ja nicht hergekommen, um sich von mir als Patient behandeln zu lassen, obwohl Ihnen das gar nicht schlecht täte. Das würde ich bezweifeln. Ja, eben. Ich würde es eher umtrauen, dass Sie vielleicht mehr Patient waren. Ja, sicher. Ich würde umkehren sicher. Jetzt kommt einmal der Herr Reifer. So, jetzt kommt einmal der Herr Reifer wieder dran. Was sagen Sie zu dem, was da jetzt in den letzten 30 Minuten diskutiert wurde, vorgefallen ist und so weiter? Was sagen Sie dazu, Herr Reifer? Nein, was soll ich sagen noch dazu? Das ist eine Frage, ich meine, Sie müssen sie nicht fragen. Ja, na sicher. Die Gruppen, oder die Gruppen, das sind ja auch und überall, das sind ja nicht nur das, sondern es gibt ja andere Jugendlichen, wie die Frau sagt. Na, wissen Sie was, mache ich einen Vorschlag, reden wir jetzt über uns und nicht über irgendwelches Kind. Ja. Über uns, genau. Nämlich was da jetzt diskutiert wurde, was da war und welche Meinungen da geäußert wurden. Wollen Sie nicht? Nein. Gut. Also ich wollte nochmal das, was Herr Acker sagt, würde ich im Prinzip zustimmen. Ich finde, wir sollten mal darüber diskutieren, Gewalt, ob nun durch Provokation, gegen Provokation, durch Einsatz von Polizei, durch das, wenn jemand anders anrempelt, hat ja bei uns allen und bei den Jugendlichen offensichtlich stärker als bei uns, löst ja was aus. Also wir müssen vielleicht auch von der Lust an der Gewalt reden, die sozusagen ja in der Gesellschaft, auch bei Menschen, bei jedem von uns vorhanden ist. Und ob jemand Gewalt in der Tasche hat, also sozusagen die Faust ballt und nach außen hin sehr smart ist, oder Gewalt in seine Worte legt, oder sehr zynisch über einen anderen redet, sind unterschiedliche Formen. Ja, schon ein bisschen Unterschied. Ja, ich sag, sind unterschiedliche Formen von Gewalt. Und deswegen ist die Frage, was geht, also sozusagen, ist nicht Gewalt auch etwas, was Lust macht, was für die Leute, für die wie für andere spannend ist, was sozusagen genau danach lechzt, auf gewalttätige Situationen zu treffen? Also man sucht, ja, es ist ja nicht nur so, dass die da stehen, sondern die suchen ja auch zum Teil. Richtig. Und es gibt andere, die es auch suchen. Und das finde ich ist ein interessantes Phänomen. Die sich gegenseitig suchen, finden sich dann auch in den Schlägereien. Die suchen, es ist ja nicht so, dass der eine kommt und die anderen warten ab. Aber, also ihr trefft doch die Leute, die es auch wollen, oder nicht? Aber Herr Doktor, also das geht ja nicht auf jeden. Sagen. Das ist doch der reine Unsinn, die für die Mutter der Frau Doktor. Nein, ich meine jetzt in die Jugendlichen untereinander. Naja gut, aber die Mutter der Frau Doktor kann sich ja da nicht wehren. Was heißt, wie kommt sie dazu, die Lust dessen, der sie attackiert, nehmen Sie jetzt an, das ist Lust an der Gewalt, zu befriedigen. Wie kommt sie denn dazu? Das ist doch ein Unsinn. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe gesagt, die Jugendlichen suchen die Gewalt dort, wo andere, die auch gewaltbereit sind, sind. Das ist doch der Punkt, warum die Schlägereien zustande kommen. Oder sie suchen sie auch, wo jemand eben keine Schlägerei beginnen kann, weil sie eine alte Dame ist und daher nicht imstande ist, zurückzuschlagen. Also ich muss eins sagen, wir Skinheads, ich weiß nicht, wie die anderen denken, von uns, wir Skinheads suchen keine Gewalt. Ihr findet sie nur. Wie kommt es zu Schlägereien? Kommt nicht nur wie kommt es nicht zu Schlägereien? Sondern schon, wir lassen uns nichts gefallen. Gut, Also wenn uns wer anguckt, es gibt Teile, wo wir auch schuld dran sind. Wo wir anfangen so zum Provozieren. Ja. Also wir waren nicht auf den Straßen gegen alte Leute oder gegen
wir suchen Gewalt, wenn wir suchen, dann suchen wir gegen Gleichgesinnte. So, vielleicht sogar ich. Bessere. Ich, ja? Ja, sich messen an dem anderen. Genau. Mal gucken, ob man. Aber wenn wir so rumgehen, wie Sie es gesagt haben, wir suchen keine Gewalt. Ja? Die Engländer waren die richtigen Gegner. Wir wollen keine Gewalt haben, wir wollen unser Leben leben, wir wollen unseren Spaß haben. Der war aber sehr abrupt, wenn wir alle, so wenn wir 10 besoffene Skins auf der Straße gingen, wieder ganz abrupt gebrochen, unser Spaß. Man, da will ich nichts sagen in die Polizei, aber es ist so die Polizei gebrochen. Wenn da kommt einer her und sagt, Polizei, der Herr Jung Jobs aus der Dreierkaserne, ne, der was vielleicht nicht einmal 3 Wochen dabei ist, kommt her mit der Puffen auf dem Schulter, also da auf dem Schenkel und sagt, ja, jetzt zeigen wir einen Ausweis. Ne. Natürlich, wir zeigen einen Ausweis her. Das ist die Kehle ja. Zuerst. Ja, und zieht er auf 4, dann gehst du gleich mit. Ne. So fangen sie mich einmal an, ich weiß, es ist eine Erfahrung. Ne? So, das ist mal das Erste. Ne? Gingen wir zu 5 auf der Straße, haben nichts intus, wir suchen Gewalt, die wollen auch heimfahren. Ne? Da stehen da unten auf der U-Bahn-Station oder was weiß ich, irgendwo, stehen Leute, die was sagen, schau, da kommen Skinheads, die guten Leute kommen runter. Und wir sind nicht die Leute, die was uns nicht gefallen lassen. Es gibt Leute, die was sagen, da sagt einer, du bist der Arschloch, der sagt, ja, ich bin der Arschloch. Ich gehe weiter. Ne? Wir sind nicht die Leute, die sich das gefallen lassen. Wir sind anders als die anderen. So ist das einzige Argument. Ne? Ist das ein Alarmruf, wenn man das heißt, Beamten bei Ihnen sagen, Skinheads haben irgendetwas gemacht? Versteckt sich oder sozusagen verbindet die Polizei mit dem Begriff Skinhead inzwischen eine bestimmte Form von Gewalt. Also ich meine, das ist ein bisschen, das ist ja die Frage, da kommt ein Anruf, da machen Skinhead etwas. Was reagiert die Polizei da inzwischen anders drauf, als auf andere, also gewalttätige Auseinandersetzungen? Also ich weiß es nicht. Es wäre ja der Verdacht, wenn die sagen, die Polizei. Es ist ihm eine Frage gestellt worden. Ja. Wir reagieren auf bekannte Gewalttäter und auf bekannt gewordene gewalttätige Gruppen. Ob sie jetzt gerichtlich verurteilt wurden oder ob das noch im Untersuchungsverfahren ist. Das müssen wir ja tun, das ist doch klar. Ihre Frage, glauben Sie, dass Ausländer Gewalt suchen? Denn interessanterweise werden bei den Skinheads sehr viele Ausländer attackiert. Wie passt das mit Ihrer Meinung zusammen, dass Sie immer auf Leute treffen, die Gewalt suchen? Ich bin nicht der Meinung, dass die Gastarbeiter oder fremde Touristen Gewalt suchen. Nur weil sie nicht österreichisch ausschauen oder vielleicht nicht als Österreicher sprechen oder sonst wie. Wie passt das mit Ihrer Aussage zusammen? Na, dass wir das nicht alles so verniedlichen. Wissen Sie, was ich meine? Das möchte ich nicht verniedlichen. Nein, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren bei den Skins dabei, so ein Dreivierteljahr circa Skinhead. Und seitdem ich dabei bin, hat es noch nie einen Wickel zwischen Skins und Ausländer geben, weil die anderen Ausländer sind oder weil wir Skinheads sind. Sondern. Also Moment, Sie haben aber am Anfang dieses Clubs hier gesprochen, dass Sie persönlich schon was gegen Ausländer ich haben. Ich habe was gegen Ausländer, aber ich gehe nicht hin zu einem Ausländer und sage, du bist jetzt ein Ausländer und hau mich deshalb nieder. Das hat mit dem nichts zu tun. Ich bin zwar gegen Ausländer, aber es gibt keine Raffereien oder Steidereien mit Ausländern, weil es Ausländer sind, sondern die ignoriere ich ganz einfach so gut ich kann. Ja, ich kann ja da nicht sagen, wer involviert war, aber Tatsache ist bitte, dass wir in unseren Vormerkungen, darum habe ich nachgeschaut, eine Menge Vorfälle haben, die im Zusammenhang mit Ausländern, aber vor allem gegen Ausländer begangen wurden. Und ja. Ja, ob Sie es, ich beschuldige hier niemanden, damit wir uns klar verstehen. Gut, ich beschuldige hier niemanden. Seit 20 Jahren, in 20 Jahren kommen Wickel mit Ausländern zusammen. Ja, gut, aber wir reden ja auch nicht über Sie ad personam und über ihn ad personam. Wir reden über Skinheads und warum auch noch andere gewalttätige Jugendgruppen. Da gibt es noch andere auch, damit wir das auch klarstellen. Da kann man aber jede Jugendgruppe zusammen, nicht mehr jede Jugendgruppe mit Ausländerproblemen. Hier ist kein Scherbengericht über Skinheads. Hier wird über Gewalt in dieser Stadt gesprochen. Über Gewalt, die wir nicht zulassen und die wir nicht tolerieren. Und daher meine Frage, das ist nämlich auch eine sehr gefährliche Ansicht, dass die immer auf Leute treffen, die Gewalt suchen. Also sie suchen sie, ob sie immer treffen, gut, aber... Das war auch Ihre Meinung. Ja, es gibt aber auch Erfahrungen mit Ausländern. Ja, aber es gibt ja Erfahrungen. Genau. Es gibt ja auch gewalttätige Erfahrungen mit Ausländern.
sie wehren sich, so habe sie verstanden. Ich habe schon gesagt vorher, es gibt Situationen, wo wir aufhören. Ja, das habe ich gesagt, ganz ehrlich gesagt. Das habe ich gesagt vor Öffentlichkeit, vor jeder Kamera. Ja. Da habe ich gesagt, es gibt Situationen, wo das die Stadt gehen, da werden wir angegriffen. Und da wir uns nichts gefallen lassen, überhaupt nichts gefallen lassen, schlagen wir zu. Ja, gut. Ganz normal, aber die Bevölkerung lässt sich auch nichts gefallen und die Bevölkerung wird nun einmal durch die Polizei repräsentiert, weil sie, so wie zum Beispiel die Mutter der Frau Doktor, körperlich nicht in der Lage ist, ihnen Widerstand zu leisten. Die greifen aber keine alten Frauen. Ich habe sie nicht beschuldigt, ich rede allgemein. Als alte Frau abstempeln, ja, ganz ehrlich gesagt. Es gibt aber Junge, es gibt Leute, die was wir achten dann. Das sind älter als wir, die schätzen wir, weil sie unser Land aufgebaut haben. Unser Land, wo wir es leben, das sind die Häuser, wo wir wohnen, das sind die Häuser, wo wir, die Stadt, wo wir leben, haben die alten Leute aufgebaut. Darum werden wir nie alte Leute angehen. Nie. Das gibt's nicht. Aber, ja, bitte. Sicher sind für alle diese Phänomene letztlich gesellschaftliche Umstände, Arbeitslosigkeit, inadäquate Sozialisierung, verschiedene Defizite in der Familiensituation verantwortlich und die gehören vor allem korrigiert. Darüber ist gar kein Zweifel. Aber das sagt ja nichts für die akute Situation, ja, wo man eingreifen muss. Und es ist eben diese Doppelstrategie, die verfolgt werden muss, dass man auf der einen Seite die Polizei ja überfordert, wenn man ihr das völlig überlässt, das zu behandeln. Auf der anderen Seite ja nicht warten kann, bevor diese gesellschaftspolitischen Maßnahmen wirklich greifen. Und ich entfalte ja einen Großteil sogar meiner Tätigkeit in Amerika. Ich kann Ihnen also sagen, aus Los Angeles, wo es ja in vieler Hinsicht noch viel, viel ärger ist als in New York, dass sie diese Verhältnisse nicht haben wollen. Und zwar wollen sie weder die gesellschaftlichen Verhältnisse, die das produzieren, noch wollen sie die unheilvolle Verbindung von Gewalttaten und Gruppenbildung mit Alkohol und Drogengebrauch und so weiter und dann eine Brutalisierung des gesamten Lebens, die auch natürlich die Polizei erfasst und wo also diese Gruppen- und Bandenbildung ja nicht nur auf ganz, ganz kleine Kreise beschränkt ist, wie glücklicherweise noch bei uns, aber man soll eben den Anfängen wehren. Und den Anfängen wehrt man, indem man im selben Atem sozusagen die gesellschaftlichen und psychologischen Gründe versucht zu ergründen und wegzuräumen, aber gleichzeitig auch in der akuten Situation der Gewalt mit entsprechenden Maßnahmen begegnet, weil man sonst, besonders in einer Demokratie, ja gar nicht die Unterstützung der Bevölkerung hat. Die lassen sich das ja nicht gefallen und können sich es auch nicht gefallen. Und alle diese Theorien, die darauf auslaufen, zu sagen, es sind eigentlich die Opfer schuld oder Gleichschuld und so weiter, sind einfach dem allgemeinen Verständnis nicht nahe zu bringen. Weil das ist das nicht der Beginn einer Debatte, sondern deren Ende, die dann regelmäßig in der Gegengewalt ausartet, gegen die ich ebenso sehr bin, wie nur irgendein Skinhead. Ja, aber wir können auch gleichzeitig nicht die Leute, die Menschen in der Gesellschaft sozusagen freisprechen von dem Anteil, den sie selber an der Produktion, an der Hervorbringung sicher von nicht. Gewalt haben. Das sicher, ist ein ganz wichtiges sicher Problem. Nicht. Sie können eben, aber um es eben nicht nur auf die Polizei zu tun, sondern hier immer der Ruf nach der Polizei, es abzulegen, seine Sicherheit vor der Haustür können, zu haben, ja, sie können und selber aber auch nicht die, damit der Einzige ja, Sie können aber auch nicht. Die individuellen Gruppenmitglieder nicht von ihrer individuellen Nein. Verantwortung, nur Nein. weil sie eine Gruppe haben, nur, na, Moment, da, nur weil sie von Pflichterfüllung, Nein. nur weil sie von Loyalität, von Freundschaft, vom Patriotismus reden, nein, die nein, in diesem Sinne völlig, völlig Verrückte, im Sinne, ja. nicht im Sinne ja. des Psychopathischen, so verrückt, also nicht recht gerückte ja. Werte sind. Und diese Leute, so sehr man sie verstehen soll, sollen erzogen und sozialisiert bzw. resozialisiert werden, anstelle als Schauobjekte der sensationelle, was man Reinforcement, also Verstärkung das ist ja schön. Aber im Grunde genommen tun wir das ja auch hier heute Abend. Wir setzen uns ja auseinander, finde ich, sehr positiv, in einer Form mit unterschiedlichen Ansichten, aus unterschiedlichen Positionen. Und irgendwo, finde ich, ist doch schon eine Diskussion, eine Auseinandersetzung. Und wenn das schon gelingt, und wenn es sozusagen gerade öffentlich und mit
Ihnen gelingt, finde ich das schon wichtig. Ich meine, gelingt, ich meine, wir überleben alle, ja. In dem Sinne, ja, ich finde es nicht so dramatisch. Also, bitte sehen. Herr Reifer. Ja, was soll ich denn sagen? Ich kann ja da gar nicht in das Thema eigentlich irgendwie ein. Ja, aber Sie haben eine Meinung dazu. Ja, sicher habe ich eine Meinung dazu. Sagen Sie doch. Dass das alles eigentlich ganz normal ist, finde ich. Was? Das ist alles. Ich finde das mit den Kindern, das ist ganz okay. Das ist eine Gruppe und die braucht das einfach. Das sind keine Gruppen. Wir sind auch Gruppen, in Tirol sind wir auch Gruppen, es sind 2000 Leute. Ja, guck mal dann, ihr seid halt Freunde oder was. Oder was ist ich was? Aber wir machen sowas halt nicht, wir gehen halt einen anderen Weg. Oder wir wollen ihn weg. Wer ist wir? Wer ist wir? Ja, wir, das sind halt andere, ganz viele Leute. Meinen Sie, dass jeder Mensch ein gewisses Aggressionsventil braucht, ne? Ja, sicher. Ja, aber da gibt es einige andere. Zum Beispiel Arbeiten. Ich sage Ihnen, das ist ein herrliches Ventil für stimmt. Aggression. Ja, das baut ab. Das stimmt. Was, ja. Das jetzt müsste ich provozierend die Frage in den Raum stellen, warum tun Sie es dann nicht? Das müssen wir jetzt fast feiern. Da gab es jetzt eine Einigkeit zwischen dem Skinhead und dem Polizei. Ja, ich bin ja alter. Ja, ich bin ja anwesend. Aber wie ist der Polizeipräsident, der nie da in Österreich arbeiten geht? Ich muss so viele Schulden zahlen. Wie? Die gehe für Österreich sowieso nicht mehr arbeiten. Ich finde das Land sowieso, für mich ist das Land nichts. Ich gehe weg von da. Für mich ist es am besten, wenn ich von dem Land weggehe. Weil mir hat das Land nichts Gutes gegeben. Seitdem warum ich auf nicht? Der Welt. Was hat mir das Land gegeben? Ja, denkt, Sie sind so patriotisch. Ja, das ist eine nein, nicht nein, Patriot. Nein, das ist nicht der Patriot. Warum hat Ihnen das Land nichts Gutes gegeben? Ja, weil Sie haben mich nur misshandelt und eingesperrt. Und was halte ich von so einem Land? Ich bin fleißig arbeiten gegangen und man hat mich trotzdem misshandelt und man hat mich trotzdem eingesperrt. Was soll ich noch da tun? Ohne dass Sie irgendeinmal ein Gesetz... Ja, sicher die Gründe, sicher die Gründe. Naja. Aber man, in Deutschland außen sicher wird er gesagt... Glauben Sie, dass das in einem anderen Land anders ist, wenn Sie Gesetze vertreten? Sicher. In Deutschland wäre es sicher anders und in Holland wäre es auch anders und in der Schweiz wäre es auch anders. Aber nur der Kreislauf, da ist Österreich, das ist ja so wild, ich weiß auch nicht, was soll ich noch sagen zu dem Land? Sie meinen, die... Aber ich bin nur geschlagen worden in dem Land, was soll ich noch mehr sagen? Das ist nicht vergessen. Nur geschlagen worden. Nur erniedrigt worden, mir haben sie nichts gegeben, mir haben sie alles weggenommen, was soll ich noch da tun? Mir kann keiner besser, ich gehe einfach weg von da und ich will nichts mehr mit dem Land besser, tun. Und Sie haben gar nichts Gutes in diesem Land erfahren. Sie sind doch sicher hier in die Schule gegangen. Ja. Es haben Ihnen Menschen das notwendige Wissen. Mit der Schule hat sie angefangen, da habe ich schon müssen anfangen. Rafferei, du Kleiner, du super. Dann bin ich 5 Jahre Taekwondo gegangen und habe sie alle zunichte gemacht. Du Kleiner, du super Typ, du. Und jeder hat die Angst gedenkt und jeder wollte mit dir raffen. Und nachher hast du sie hergeschlagen. Weil die Großen ja alle, die haben die angegriffen, dann hast du sie hergeschlagen und du bist der Blöde gewesen, weil sie haben ja die Verletzungen gehabt, nicht die. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Nein, es ist wirklich so gewesen, dass ich früher, in der früheren Zeit, wo ich jung war, dass ich wirklich klein war und jeder ist auf mich eingefahren. Ich habe zwar riesengroße Goschen gehabt, das kann ich sagen. Ja, aber ich habe nur die Goschen gehabt. Und ja. Na, wie haben sich Ihre sie Eltern mit mir verhalten? Ja, meine Eltern waren super. Muss ich sagen, mein Papa hat gesagt, ja, raffen, das kannst du, aber stehlen, das darfst du nicht tun und so und hin und her. Aber nein, von den Eltern her sehe ich ja keine Schwierigkeiten. Ich sehe ja von der Gesellschaft die Schwierigkeit. Die Gesellschaft ist die Schwierigkeit. Und ich in Österreich ist für mich die Gesellschaft halt einmal nichts. Was ist das? Erst einmal ist für mich die Gesellschaft in Österreich viel zu langweilig, weil da spielt sich nichts ab. Entweder in Innsbruck ist es ja so, wie ich schon gesagt habe zu Frau Steiner, da sehe ich nur grün, aber keine grünen Alternativen. Ich meine, wie die mich behandelt haben in Innsbruck, ich möchte gar nicht reden. Ich möchte da nicht schlecht reden. Wer hat die mich behandelt haben? Die Innsbrucker, ja, oder was? Ja, die Innsbrucker Polizei. Aha. Die war immer sehr amüsant. Was ist denn die Gesellschaft? Was ist denn das? Die Gesellschaft ist auch wieder schuld. Weil die Gesellschaft ja, aber ist, wer ist denn das? Ja, das sind die ganzen die Leute, halt, die Gesellschaft. Aber die Eltern sind noch nicht. Ich gehe in ein Lokal rein, da bin ich 2 Wochen rein gewesen in dem Lokal. Dann gehe ich wieder rein, hab nichts getan. Und dann heißt, darfst du nicht mehr reingehen. Ich weiß ja gar nicht einmal wieso, wieso gibt's denn das? Das ist überall, wo ich hinkomme auf der Welt, da gehen Lokale rein, ich kann nur die Überproleten dran sind, da gehe ich hinein und da gehe ich hinein. Und da fragt mich keiner, wie ich aussehe und wer ich bin, sondern da gehe ich einfach nur hinein und da will ich was trinken da drinnen. Und warum durften Sie nicht hineingehen? Ich weiß es nicht. Man hat mir nur gesagt, dass ich hier nichts nicht zu trinken bekomme. Haben Sie nicht gefragt? Nein, mich interessiert das gar nicht mehr. Ich gehe da ganz schnell weg immer von dem Lokal. War das auch ein Lokalverbot? Ja, das gibt. Da sind ja viele Lokale, wo ich da immer ganz schnell verschwinde. Weil ich tue da keinen Streit anfangen. Ich bin ein vernünftiger Mensch geworden. Ich habe da keine Zeit mehr für sowas. Nicht, aber, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, in meinem ja, Glauben ist aber so.
denke ich mir immer, wenn, dann muss ich das einen Grund haben, nicht? Weil ich meine, nach meinem Verständnis und Erfahrungen sicher, Sie geht man einfach wo rein, ja, setzt sich nieder, trinkt was. Ja, geht wer aber. Soll da was dagegen haben? Ja, aber das ist es so, in wirklich, ich kann schwören, das ist es so. Ja, das ist in vielen Lokalen. Da ist kein Grund, da ist wer gehört von einem Freund, man passt ja, da auf, das ist der Gefährliche. Ja. Du, den darfst du nicht mehr einlassen. Dass sie einen gewissen Ruf haben. Ja, der Ruf. Diese Stigmatisierungen, die Gewaltverhältnisse in der Gesellschaft sind brutaler, als wir uns möglicherweise aus unseren Positionen zugeben und Jugendliche erfahren in der Auseinandersetzung, in Schule, in Institutionen, in Beruf, sehr wahrscheinlich, das will ich jetzt mal als Vermutung hinstellen, gesellschaftliche Gewalt sehr viel sensibler als wir, die wir vielleicht sogar in Institutionen der legitimen gesellschaftlichen Gewalt tätig sind, die sogar das Gute, das Demokratische wollen, selber aber nicht mitbekommen, wie, und Sie haben an sich darauf hingewiesen, zerrissen die Gesellschaft real tatsächlich ist, wie Leute ausgrenzen, wie Ältere und Jüngere nicht zusammenkommen, wie unter den Jugendlichen Streit herrscht, wo durch kleinste Dinge Sachen hochgehen, wo wenig erprobte Kommunikationsformen offensichtlich existieren. Man kann jetzt lange darüber diskutieren, woher kommt das. Das ist an sich nur ein Hinweis. Ich will das gar nicht werten. Aber seien Sie, Herr Doktor, offensichtlich ein Hinweis, dass das so ist. Ach ja, aber wenn man ein bisschen dem Glauben schenken richtig, will. Aber der Hinweis auf gesellschaftliche Verhältnisse bzw. auf gesellschaftliche Missstände, selbst wenn diese warten Sie doch ein paar Moment. Also, ja, Sie sind ja beinahe, Sie sind nicht mal mehr so jung, damit Sie da Skinhead zu sein. Sehen Sie, ich komme aus der Studentenbewegung, ich bin auch immer agitiert. Wissen Sie, geht es manchmal noch mit mir durch. Ja, ja, eben, aber zumindest einen nicht ausreden zu lassen. Oh, das macht auch keinen Sinn, die Kommunikation. Naja, also der Hinweis auf gesellschaftliche Missstände ist aber keine Entschuldigung für individuelle Gewalttaten. Aber Sie tun das ununterbrochen so in den Raum stellen. Ich spreche von Erfahrungen. Von seinen Erfahrungen. Nein, aber ja, ich weiß schon. Und wenn diese Erfahrungen so sind, so sollte man dem wirklich nachgehen, zu sehen, warum das so ist, dass jemand, also der offenbar nichts getan hat und der klein von Statur war oder so irgendwas, immer wieder ausgenützt wurde und so weiter, obwohl da vielleicht andere Dinge auch mitgespielt haben, die ihm vielleicht momentan nicht so bewusst sind. Aber man kann doch nicht global sagen, dass, weil die Gesellschaft zerrissen ist, was ich Ihnen zugebe, dass sie ist, und dabei gewisse Missstände bestehen, dass das individuell die Entschuldigung bzw. Rechtfertigung für jede individuelle Gewalttat ist, weil dann hört sich ja alles auf. Herr Frage, ist es nicht das, wenn jemand, wie gesagt worden ist, ne, von klein auf immer derretiert worden ist, ne, und nachher dann von der Gesellschaft ausgestoßen ist, derjenige, der von der Gesellschaft Ausgestoßene sich behaupten will in die Gesellschaft, und das nur dadurch, dass er immer ausgestoßen worden ist, sich nur durch Gewalt beweisen kann. Ist er nicht der Punkt, der springende Punkt, wo sie ist? Oder fühlt. Wo der Kleine schon von klein auf, du bist ein Kleiner, ein Dicker, raus. Aber du bist ein Großer, ein Blader, raus. Aber wir alle. Der Große, der Kleine Dünne, der große Dicke, der ist immer blad und blöd und groß und Tier und der Trottel und hier und hier. Auch nicht mal behaupten, der von der Gesellschaft Ausgestoßene wird plötzlich der Gesellschaft Anerkannte. Richtig. Aber Jackson, wir alle waren ja einmal entweder zu klein oder zu groß oder zu blöd oder zu gescheit oder zu oder irgendwas. In gewisser Hinsicht haben wir ja alle die Ausstoßung empfunden. Von seinem Standpunkt her. Ja, die Frage ist, er will sich doch durchsetzen können. Warum sollte eine Gesellschaft, die hohe Gesellschaft, die sich hochgedenkt, schloss einen kleinen Menschen aus? Ja, aber da muss ja andere Möglichkeit geben. Warum sind wir so nicht gewalttätig? Warum soll es andere Möglichkeit? Was soll ich machen? Soll ich jetzt sagen, ja, du bist jetzt hoch und gut und du bist der große Mensch. Ja, aber es ist ja nicht jeder zwangsläufig, weil das hat jeder erlebt. Ich kann das nur persönlich sagen, ich war immer zu groß, zu lang, zu dürr früher. Und das hat sich geändert. Das hat sich sehr geändert. Gott sei Dank. Es muss nicht jeder dann gewalttätig werden, zwangsläufig. Aber es muss ja eine andere Möglichkeit geben. Aber es ist ja dadurch geschehen, der lange große Blade. Der lange große Trottel und der kleine blöde Blade. Da kommt der Spruch her. Ja, es ist die Frage, es ist ein großer Unterschied, und, wir haben das jetzt diskutiert, ob man
wirklich aus der Gesellschaft ausgestoßen ist oder ob man sich ausgestoßen fühlt, so wie Sie es auch tun. Ich fühle mich nicht ausgestoßen. Ja, wenn Sie sagen, das ist alles da in Österreich. Mich interessiert einfach alles nicht mehr. Gut. Weil es einfach so primitiv ist. Aber dann fühlen Sie sich ausgestoßen. Ja. Sonst würden Sie ja nicht so reden. Ja, das ist aber gut. Jetzt ist aber ein Unterschied. Wissen Sie, das Fühlen hängt damit zusammen, jeder von uns hat einen unterschiedlichen Level an dem, was er verträgt, sozusagen. Da gibt es Menschen mit einem geringeren Level und Menschen mit einem hohen Level. Man kann das ein bisschen antrainieren, aber im Wesentlichen sind das Vorgegebenheiten durch die Geburt. Der Professor Hacker wird mir das bestätigen. Und also wenn nun ein Mensch mit so einem geringen Level ist, der sich ununterbrochen provoziert fühlt, dann hat er also zwei Möglichkeiten. Entweder er befasst sich mit sich selbst und versucht, seinen Level anzuheben, oder er reagiert mit Aggressionen. Und möglicherweise sind Sie so eine Gruppe, die Skinheads, die nicht moralisch schlecht sind, sondern einfach einen kleinen Level haben, mit Aggression reagieren und daher sich zusammenfinden. Das heißt, was Sie jetzt gesagt haben, ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Ja, zu gusten oder zu, ja, zum, wir müssen aber alle manchmal zum Therapieren praktisch. Es gibt ja natürlich eine andere Form. Zu guschen und therapieren. Wie ist halt die Gesellschaft, die was nicht guscht? Ich mache es mal auf. Also sie tun es ja nach außen. Es gibt ja noch sehr viel wahrscheinlich. So schaut es mich aus. Mehr andere aber ist leid, ich akzeptieren sie nicht. Ich mache es mal so auf. Aber ist, dass die Augen zumachen. Ja. So schaut es mich aus. Naja, das ist jetzt dann die Frage. Es ist ganz normal. Das Wort ist das Wort. Fein gesprochen, was ich gesagt habe. Zu guschen oder zu krepieren. Nein, es gibt jetzt noch eine Form. Ja. Entweder ich gusche und gebe immer klein bei und sage ja, alles schön und danke, bitte danke, aber, ja. Oder ich sage nein, zack, weg bist. Ist ja so ist es aber. Nach ja so lang bin ich ja weg. Sie sind ja eh noch da. Ja, weil ich nicht guschen tue. Naja, aber Sie sagen doch gerade, Sie werden hingehauen. Aber Sie schaffen es den anderen und Ihre Freunde auch. Warum? Ich schaffe es den anderen und den Freunden aus. Ich denke nicht alleine so. Sie denken alle eher so und meine zwei Freunde hinten denken alle so. Wir guschen eben nicht. Ja, aber Sie schaffen es doch den anderen und damit widersprechen Sie sich. Das, was warum? Warum schaffen Sie den anderen? Recht, ich weiß nicht, warum das weiß ich auch nicht, warum. Warum schaffen Sie den anderen? Ja, ich bitte Sie, mir das zu erklären. Sie hat sogar vor zwei Minuten hat er gesagt, Kuschtrottel, ja? Ihr Freund da. Haben Sie es nicht gehört? Und was haben Sie dem Herrn Nagyla alles geschafft? Jetzt gerade. Wenn der so reagiert hätte wie Sie. Ja, es ist aber so. Man lernt ja nichts anderes. So? Was ist so? Klar, oft lernt man nichts anderes. Kuschen oder Trottelse. Dann ja, es guscht aus. Ist ganz klar. Jackson, in dem Fall, der da vorher war mit mir, da hat doch er nicht kuschen müssen. Es war, habe ich nur gebeten, es war ein Abmachung es war ein zu halten. Weil die Frau Smekerl, Entschuldigung, es war ein Missverständnis. Die Frau Smekerl hat gesagt, zu ihm ist die sogenannte Platte. Ein Beispiel, die gute Platte. Und die haben das jetzt vorher zugehört gehabt, das habe ich ihnen erklärt. Und das haben sie haben sich angesprochen gefühlt damit. Und da haben sie halt mir Vorwurf gemacht, dass ich mich nicht gewehrt habe dagegen und ich habe gesagt, es war Blödsinn. Sie haben es richtig gesagt. Weil sie haben es nicht zu mir gesagt, sondern nicht zu uns gesagt. Ja. Nein? Nicht zu uns Kinder, sondern zu ihrem, die Platte. Nein? Und darum war die ganze Ruhe wieder da. Ja, aber die haben vorher nicht zugehört und dann glaubt, gut, ich war bei mir genau selber gewesen, wenn ich reingekommen war. Und das Herz von mir, so wie die sogenannte Platte. Nein? Und ich hab's gewusst, wie gemeint ist. Nein? Also ein Hand gewesen, ich meine, auf dem Alex, na gut, dann war er wahrscheinlich auch wieder gesprungen. Das ist ganz eine normale Aktion gewesen. Ja. Aber wenn uns einer schimpft, also wenn er oder mir oder die zwei einer schimpft, dann stehen wir alle auf. Das ist ja nur bezogen. Nein, zwischen dem Türespringen, zwischen dem Vorspringen, das verstehe ich ja irgendwo, und zwischen dem, was nachher geschehen ist, ist ja eine Minute vergangen. Das heißt, das war dann eine Aggression gegen mich, wo ich gesagt habe, bitte, wir haben doch ausgemacht, bleibt sitzen, jetzt habt ihr ihn eh schon zwei von euch da, haltet euch doch an die Abmachung, das habe ich sinngemäß gesagt. Ja, und dann kam die körperliche Aggression. Bitte, ich wollte nicht reinkommen, das hat nur Kass mit dir vom Eis sagen. Ja, aber jetzt habe ich mir gesagt und Sie mir reingeholt. Ja, also, das heißt, wir haben euch ein Zugeständnis gemacht, kommt nur einer her von euch. Gut. Und trotzdem passiert sowas, das ist schon ein bisschen verrückt. Ich meine, menschlich verstehe. Man muss es so denken, Sie sind jetzt in Abwesenheit, ne, und Sie haben einen Freund da, einen guten Freund, ja. Und Sie sind kommen zurück und der, ich sage es jetzt zum Nachbarn von ihm, ist ein Arschloch.
Ja. Hat ja niemand gesagt. Aber, ist ja wurscht, es hat keiner gesagt. Ich sag nur ein Beispiel, krasses Beispiel. Ja, ja. Ein guter Freund von mir sitzt da und ich sag zum Nebennachbarn, ist ein Arschloch. Und ich hätte nur so eine Hand hätte und ein guter Freund sitzt da. Dann würden sie nicht da irgendwie einsteigen dafür. Du, warum ist er Arschloch? Mach einen Vorschlag, reden wir über ein anderes Beispiel. Dann können wir jetzt am Schluss noch ganz kurz über das reden, was da war. Das würde mich nämlich interessieren. Ist das möglich? Was da war, ne? Es war das Aufbrauchen. Es war das Aufbrauchen. Warum für die er Platte, so auf mich losgegangen ist? Ne? Warum ist er? Ich habe ihn nur gebeten, sie an die Abmachung zu halten. Mehr habe ich nicht getan. So, gut. Und das ist doch legitim, wenn ich sage, bitte, wir haben was ausgemacht, haltet euch doch da. Sonst wir kennen keine Abmachungen. Aha, ihr kennt keine Abmachungen. Jetzt kommt langsam aus. Das heißt, das ist interessant. Das heißt, man kann mit euch nichts ausmachen. Nein, glaube ich. Nein. Das gibt es doch nicht. In gewissen Sinne kann man sonst schon was ausmachen. Aber das gibt es doch nicht. Jackson, wenn man überhaupt Entschuldige. Stimmt das? Hat das gestimmt? Es gibt mit Kindern jetzt keine Abmachungen, hat das der Freund gerufen. Ja. Es gibt keine Abmachungen. Es gibt normalerweise mit uns keine Abmachungen, weil alle Abmachungen gelingt werden. Das habe ich nicht verstanden. Von Ihnen? Von mir nicht. Das war schon so oft. Wir sind 4-5 Mal schon belinkt worden. Jetzt dürfen wir auch belinken. Belinkt oder belinkt? Ich verstehe Worte. Belinkt ist das. Belinkt ist das. Bitte, nicht unter Diskussionen. Belinkt ist das hintergangen. Wir haben Versprechungen gemacht. Die anderen haben auch Versprechungen gemacht. Wir haben gewartet. Es ist nie das erfüllt worden. Ich will kein Beispiel da geben. Es ist nicht zwecks auf ORF bezogen. Es ist auf ORF bezogen. Gut. Ich will da kein Beispiel geben, aber es sind oft genug belinkt, also hintergangen, betrogen worden. Ja. Das dürfen wir auch betrügen. Verstehe. Weil wir lassen sie nicht mehr, also wir alle, ich rede nicht von mir, wir alle, die Gassenskinder, das heißt aber, lassen sich nicht mehr betrügen, belinken, besauen, beschmutzen mit Taten, was in der Zeitung stehen, was wir nie gemacht haben, zum Beispiel die Skins, die was die Pension überfallen haben, ne? Mit Lederjacken und Lederjacken. Hab ich Lederjacken auch? Ich hab da hinten meine Bomberjacken liegen, ich hab da einen Tarnhusen auch. Ich hab keine Lederjacken nie an. Ich habe nie die Hosen mit Nierten gesetzt da haben, aber es waren das Kind. Jetzt geht ein Klasse da, der lässt sich Klasse schneiden, geht ganz zu wild, so wie der Herr, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ist ein Wurstgeld auf die Straßen, hat er gelassen, ist ein Skinhead gewesen, wenn er eine alte Frau auf dem Schädel hat. War ein Skinhead. Geht ein alter Mann auf die Straße mit einer gelassen, fährt mit einem Auto gegen einen Laternenpfahl, hat er alles um, kannst du verkehren, ist ein Skinhead gewesen. Und deswegen werden wir jetzt auch nichts mehr beachten und kein Vorschlag, kein Vertrag, nicht. Nichts mehr. Gegen niemanden. Niemanden. Aber ich fand's nichts und niemanden. Dass ihr euch wieder darauf eingelassen habt. Nichts und niemanden. Positiv was muss man positiv sein? Dass sie sich nachher doch hier wieder darauf eingelassen haben. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. Ja. Ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich möchte nur, ich kritisiere das ja nicht. Ich möchte nur das nochmal ein bisschen aufarbeiten, was da jetzt eigentlich war. Ja. Weil da ist was gewesen. Es war ein Schimpfwort ungesehen da, was keiner zugehört hat, nur jetzt war. Und das war der springende Punkt dann, wo die gesagt haben, die haben uns gemacht mit der Platte. Ne? Das heißt aber, was mir wichtig ist, weil das ist vielleicht auch für manche Zuschauer wichtig, das heißt, man kann mit euch nichts ausmachen, das ist, habt ihr klar gesagt jetzt. Stimmt, ja. Das heißt, das hat jetzt gar nicht keinen mehr. Sinn. Also vielleicht noch einiger Zeit sind das schon, aber zurzeit nicht mehr. Aber wie kann man da miteinander umgehen, wenn man nichts miteinander ausmachen kann? Dann gibt es ja keine menschliche Beziehung mehr. Warum? Also wir, Frau Schönberg, wir haben noch nie alte Frauen angegriffen, noch nie alte Männer angegriffen. Aber wie das Kassel, wir haben Pensionistinnen überfallen im Pensionsheim, wir haben Pensionistinnen vorne auf der kleinen Straße. Nein, das stimmt überhaupt nicht, das dementiere ich jetzt offiziell, weil die Leute kommen überhaupt nicht. Und ich muss auch sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, wir werden uns nur dann, wenn wir angegriffen werden. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Aber wenn uns jetzt ein alter Mann oder ich würde die Frau Schönberg nicht als alt ausstempeln, ja, ist wurscht. Ne? Die Generation hat uns aufgebaut, sagen wir so. Ne? Die Generation hat uns aufgebaut, sonst werden wir nirgends wohnen, nirgends leben oder werden wir in Gefangenschaft oder was weiß ich was. Ne? Ja, ja. Gut, das stimmt ja. Die Generation werden wir nie was haben. Ne? Aber es gibt Generationen, die was sagen zu uns. Ja, ist, hättest du dabei sein müssen, mein alten Hitler. Ne? Ja. Da waren es alle vergast gewesen und hin und her. Ne? Ja, muss man so fängt es an. Ne? Dann gehen wir kontra, da gehen wir kontra drauf. Ne? Aber wo ist denn der Hitler? Du redest dann kämen keine Ausländer da. Lass uns nochmal. Jackson, bitte. So kommt das. Das ist ja wieder, was die Alten reden. Lass uns nochmal über das kurz reden. Können wir nochmal? Ja. Ohne, dass wir furchtbar aggressiv sind, oder? Ich bin nicht aggressiv. Vorschlag. Nein, es ist nur ein Vorschlag. Gut, man kann keine Abmachungen machen, das muss ich zur Kenntnis nehmen, weil stimmt, das schreibt ihr sozusagen vor, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich habe ihm was gesagt, was ihm nicht passt hat, mag sein, das respektiere ich, ja, aber er hat mich dann eigentlich körperlich angegangen, was ich nicht getan habe. Das ist so bei uns. Wenn das uns was so nicht, wenn's, ja, wenn uns das ich nicht weiß passt, eh, dass ich das verlieren darf. Wenn uns das nicht passt, ja, und es ist ein Mensch da, der was er sagt, das stimmt, und die sagen, das stimmt nicht. Ja?
dann stimmt es einfach nicht. Aha, ja. Aber das, dann kommt aber natürlich Schwester. Das gibt es halt täglich. Warum täglich? Das, das halt gibt es täglich, das bitte. Dass also, ihr Meinung habt und sie eine Meinung haben. Und wir kommen nicht zusammen. Wir kommen schon zusammen, wenn man vernünftig miteinander redet. Ja, 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 aber da müssen wir ja reden miteinander. Oder sitzt ihr hier oder nichts. Wenn er bitte dabei ist, dann ist alles leiwand. Aber bitte oder als ein Zauberwort, das heißt bitte oder danke. Dann geht es. Aber da, so, gefühlsmäßig so, nicht? Ich glaube, wir kommen langsam. Wie es der Adolf gesprochen hat. Ja. Du bist jetzt SS-Mann und du nicht? Nicht? So geht es bei uns nicht. Wir sind ja keine Nazis. Ja, das nehmen wir schon. So, wir kommen langsam zu einem Ende, glaube ich, weil wir haben das sehr gut ausdiskutiert, es ist viel gezeigt worden. Es war letztlich, glaube ich, ein interessanter Club 2, auch durchaus dank der jungen Herren, die da sind, muss ich sagen. Ich will keine Schlussrunde machen, so. Ich habe nur die Frage, will jemand noch kurz was loswerden? Ja. Ich möchte gerne etwas loswerden. Das hat mich eigentlich sehr, sehr betroffen gemacht, dass also man kann keine Abmachungen miteinander haben. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Und schon unsere erste Minute der Begegnung, ich habe Sie begrüßt, ich habe Ihnen die Hand hingestreckt, Sie haben sie mir verweigert. Also, schon. Bitte? Schon, ja. Ja. Also das ist doch ein Missachtung. Nicht nur, sondern eine Verweigerung einer Zuwendung, die Ihnen ein Mitbürger entgegenbringen möchte. Da nehmen Sie eigentlich eine Freundlichkeit. Grund dazu ist deswegen gewesen, weil ich mir gedacht habe, Sie reden genauso wie die Frau Smekel oder wie der Herr Polizeipräsident gegen uns. Ich kann nicht gegen Sie reden, weil ich bin überhaupt hier alles leben. Ich bin jetzt überrascht. Ganz ehrlich gesagt, bin ich überrascht. Ne? Weil es ist das ist doch eigentlich eine Befreiung gegen das war eine große Überraschung. Ja, ich tat die Frau. Genau. Die Frau Schönbauer ist dran. Ich meine, das ist großartig furchtbar. Das kommt daher, und dann hat es geheißen, das ist die Betroffene, die was immer auch repräsentiert. Dann habe ich gedacht, nein, das kommt ihr selber wieder, die selber leer, wie es immer kommt bei den Medien. Da haben auch repräsentiert worden von fünf oder, nein, es waren nicht fünf, es waren acht Skinheads. Von allen acht haben auch repräsentiert worden. Und mit dem Bogen kleben, haben sie auf mich getreten mit ihren Stiefeln. So kommt es immer wieder. Nein? Ist ja wurscht. Geben wir es zu. Wenn der in der Zeitung steht, es ist überfallen worden, da war ein Halbklausel dabei, das heißt, die Skinheads haben acht, und zwar vielleicht nur zwei, ein Halbklausel und ein Langhaariger, wenn es, da hat es geheißen, 80-jährige, zwei Skinheads überfallen, wehrlose 80-jährige Frau. Nein? So heißt es aber gleich wieder. Und so haben wir gedacht, sie ist genauso einfallen. Aber uns, das können Sie doch nicht von vornherein so ein schreckliches Misstrauen. Das ist bei uns so, weil sie, es, alle haben gegen uns auch Vorurteile. Darum werden wir jetzt auch Vorurteile einmal haben. Darf ich das auch mal machen? Wenn ich auf der Straße gehe, die schauen mir alle an mit Blicke. Also, wie er gesagt hat, in der Kronenzeitung, wenn Blicke töten könnten, war ich schon tausendmal tot. Lassen Sie sich das sagen, es gibt trotzdem Mitmenschen, die keine Vorurteile haben. Und die nicht sagen, was sie sind und was sie getan haben. Und ihnen trotzdem die Hand reichen würden. Und es ist eigentlich verletzend und enttäuschend, sie zurückzuschlagen. Ich würde Sie eigentlich bitten, das bei Ihrer nächsten Begegnung mit einem Fremden, das berücksichtigen zu wollen. Dass nicht immer nur jemand feindlich einem anderen gegenübertritt, sondern sehr freundlich. Die werden zurückgewiesen, weiß genauso zurück. Ich weiß sie nicht. Eine von zehn sind sie vielleicht. Wahrscheinlich schon. Nicht. Wenn Sie mit mir einmal auf der Straße gehen, Frau Schönbauer, gehen Sie auf der Straße, Sie werden sehen. Sie werden genauso von den Blicken getötet von Mitmenschen, was Sie kennen vielleicht. Ich gehe gerne mit Ihnen. Dann werden Sie genauso von Ihren Bekannten, gut, nach der sehen Sie vielleicht nicht. Aber wenn Sie mit mir gehen auf die Kunderstraße, ich bin in der VZW, mit einer Altshose, mit Turnschuh. Ja, Platz noch und tätowiert bin ich. Und dann gehe ich auf die Kummerstraße, sage ich einen Sechser, fahre auf die Alterkasse, dann schauen Sie mir an, wie einen Verbrecher. Ich fahre nur in die Arbeit, von der Kuppenlaufstraße, von der Weg in die Alterkasse. Das verstehen wir schon. Das Problem gibt's. Ich habe die Ärmel aufgerempelt, bin tätowiert, ich habe keine Putzer, ich habe Turnschuhe, Arbeitshosen, einen Glatzen habe ich und am Hals bin ich tätowiert. Und schauen Sie mir an, wie ein Verbrecher. Da ist ein Skinner. Die Medien schauen die Zeitung auf, Skinner über viel und Skinner schacht zu und Skinner. Na, den nicht. Zack. So schaut's aus und darum mache ich jetzt auch Vorurteile. Das ist ganz, ganz der Grund, warum aber ich keine Hand genommen habe. Doch auch einmal wieder vergessen. Den Hart, und man kann doch wieder gehen. Etwas Versöhnliches miteinander tun, um diese Spannungen versöhnlich. Warum müssen wir kommen? Warum ist das Kind jetzt kommen versöhnen? Aber ich bin ja zu Ihnen gekommen und Sie haben es ja nicht. Ja, gut, das war meine Kutsche auf der Öffentlichkeit. Das haben wir jetzt noch alles gesehen. Gut, ich habe keine Hand hergegeben. Ich werde keine Hand geben, ich werde keine Hand in Zukunft geben, ich werde vielleicht dann mehr Hand geben,
weil ich nicht was falsch gehalten wie, gib da einen Hand und hinterher sage ich, ne? Jetzt, wenn ich nach ihrer Mentalität handeln würde, wenn ich jetzt nach ihrer Mentalität ebenso handeln würde, weil sie mir das verweigert haben, könnte ich sagen, ich gebe auch keinem mehr die Hand. Die Hälfte der Bürgerschaft, was ist die Hälfte? Drei Viertel der Bürgerschaft macht das. Und ich bin ein Viertel, ich bin ja vielleicht ein Zehntel. Wir sind vielleicht alle, nicht einmal ein Fünftel der Bürgerschaft. Wir machen das genauso gegen da. Gegen uns Vorurteile. So, das ist jetzt gegen Vorurteile. Weil wir, was sollen wir entgegenkommen? Die Leute schauen uns an. Also wie er gesagt hat in der Grundsendung, 1000 Blicke könnten töten, haben wir schon alle tot. 10 Mal. Nein, nicht und ja, es ist ja so. Es ist ja so. Aber aufeinander so. Zugehen. Okay, aber ich fürchte, der Verlierer dieser Diskussion sind alle jene, die versucht haben, in der Öffentlichkeit Vorurteile abzubauen gegen eben jene Jugendlichen und gegen jene, die in den Gruppen bilden und das Verständnis der Bevölkerung haben wollen, weil diese Art der Demonstration ist sicher nicht geeignet, dieses Verständnis zu wecken bzw. zu fördern. Und in diesem Sinne fühle ich mich, ob er mir jetzt die Hand gegeben hat oder noch geben wird oder nicht, als ein Verlierer, weil also meine Tendenz war, zweifellos Verständnis gerade für verschiedene Formen der Anpassung oder Lebensformen oder auch des Protests und der Rebellion zu wecken. Und das hat also keineswegs jenes Echo gefunden, das ich gehofft hätte. Und ich fürchte, dass das vielleicht dem pädagogischen oder therapeutischen Zweck nicht ganz gedient hat. Obwohl es dem Demonstrations- und dem Show-Effekt sicher hervorragend gedient hat. Show war nicht gedacht. Ich weiß. Ich verstehe, was Sie sagen. So, ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Will noch jemand wirklich was sagen? Also ich will nur sagen, dass ich das nicht so sehe. Ja. Ich finde, es ist sehr gut gewesen, die Diskussion. Sie haben versucht, Ihre Standpunkte zu begründen. Wir müssen lernen, mit anderen Formen sozusagen von Expressivität, von dem, wie man sich ausdrückt, umzugehen. Andere nicht nur diese Angst zu haben. Und wir müssen wirklich bei uns selbst überlegen, ob wir mit offenen Formen von Gewalt eigentlich anders umgehen als mit den Versteckten, mit den vielen, die in den Familien, in den Schulen, in den privaten Beziehungen passieren. Die kommen nicht in die Öffentlichkeit. Nur diejenigen, die es öffentlich tun, die werden sozusagen in den Brennpunkt gestellt. Und alles andere an Gewalt gegenüber Mitmenschen wird doch oft sehr sanft sozusagen ausgegrenzt. Aber mit gewissen, Formen des Rechtsradikalismus haben wir schon unsere Erfahrungen gemacht und brauchen das nicht wiederholen. Das ist doch kein Rechtsradikalismus. Nein. Bitte Sie, das ist doch kein Rechtsradikalismus. Was hat denn das mit Rechtsradikalismus zu tun? Ausländerfeindlichkeit, Gewaltverherrlichung. Die SINUS-Studie für die Bundesrepublik, für Österreich, 25% der Erwachsenen haben rechtsextreme Orientierungen. Wir haben sozusagen in allen Bevölkerungsgeschichten solche Sachen. Ja, also ich bitte Sie, Herr Hacker, das ist wirklich nicht richtig. Ich will zum Schluss auf ein schönes Buch hinweisen von Kollegen aus Österreich, Fußball und Gewalt in Europa. Da kann, finde ich, sozusagen Österreich, obwohl er gesagt hat, er will nichts mehr von Österreich haben, sozusagen ganz gut drauf schauen. Und jeder sollte sich über seine Thematik informieren. Nicht alle im Chor sagen. Ein Spiel dauert länger als 90 Minuten, heißt das Buch. Und dieses Buch, meine Damen und Herren zu Hause, soll das Schlusswort sein. Wenn Sie mehr über das Thema wissen wollen, können Sie es lesen. Und wahrscheinlich muss man sich unterhalten, richtig, wenn man mehr über das Thema wissen will. Das haben wir heute getan. Vielen Dank fürs Zuschauen zu Hause. Gute Nacht.